Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen. Diesmal am Samstag zu Hardcore Colonization. Wir haben heute mal einen Tag vorgezogen und werden heute etwas eher fliegen und damit mal ein ganz liebes Hallo an diejenigen, die schon da sind, nämlich an Crazy Day, an Neo, an Mickey, an Samidis und General Solo. Und der Rest von euch wird sicherlich später noch dazukommen. Bestimmt haben es auch ein paar einfach nicht mitbekommen. So, und wir werden heute weitermachen, da ich morgen leider, naja, leider verhindert bin. Also meine Frau feiert Geburtstag, deshalb ist das nicht leider. Das ist vollkommen okay, dass ich morgen keine Zeit habe. Deshalb werden wir heute ein wenig daddeln und wir werden weitermachen mit dem Bau der Minmus-Station. Und hi, Alvin Thomas und hallo, Mr. Greenstar. Damit haben wir dann die Mission abgeschlossen. Dann können wir mal gucken, was sich so als Zwischending ergibt. Wir haben aber allerdings auch noch so ein paar Sachen auf Countdown liegen, wo ein bisschen was passiert an Manövern. Das heißt, es ist auch gar nicht schlecht, dass wir vielleicht ein bisschen Zeitsprung machen. Naja, das leider bezieht sich auf den Stream, dass ich den verschieben muss. Das ist natürlich schade, wenn man aus einem stetigen Rhythmus rausfällt. Darauf bezieht das leider. Es bezieht sich natürlich nicht auf die Veranstaltung, um das nochmal klarzustellen. Reit mich da nicht in irgendwas rein, Neo. Reit mich da nicht in irgendwas rein. So, Tracking Station hätte ich gesagt. Ich hätte gesagt Tracking Station. Ich glaube, wir haben die im Orbit zurückgelassen. Mir war so. Und wir müssten die jetzt verschieben in Richtung Minmus als nächstes. Sind die noch im Orbit? Tatsächlich, ja. Tatsächlich sind sie noch im Orbit. Wir müssen den zweiten Teil oder den nächsten Teil der Station jetzt in Richtung Minmus bringen und an die Station andocken. Dann die drei Piloten drin sitzen haben. Das müsste eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Rückflug, ehrlich gesagt. Das wird insgesamt spannend, denke ich. Aber da machen wir uns Sorgen drüber, wenn es soweit ist. Im Moment geht es uns ja noch gut. So, wir haben auch nur diesen Treibstoff. Ist das korrekt? Wir haben nur diese 1260 Meter pro Sekunde. Wir hatten aber Treibstoff an der Station zum Nachtanken, meine ich. Unter der Maßgabe, dass ich den irgendwie umgepumpt bekomme. Okay, lasst uns schauen, dass wir das hinbekommen. 6 Grad ist auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Und wir haben gerade den Node verpasst. Igittigit. Gut, dann müssen wir eine Angleichung machen, ob mir das gefällt oder nicht. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Das wird richtig knapp. 1260 Delta V. Der Schuss raus werden 900 und ein bisschen. Not sure if glücklich. So, was wäre denn, wenn wir die Inklinations Korrektur später machen. Später, später, später. Ich berechne jetzt mal eine Manöverserie tatsächlich. Ah, das wird sonst nämlich richtig knapp. So, dadurch verschiebt sich ja auch der Descending Node nach außen. So. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Explodort, vielen lieben Dank für deinen Resub. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Im 27. Monat mittlerweile. Holy shit. Holy, holy shit. Das ist richtig lange. Das ist länger, als ich hier zugucke. Schön, dass du da bist. Schön, dass du das immer noch freiwillig antust. Aber soon KSP2, bald total, total neuer, guter Content. Immer noch mit Raumschiffen. So, jetzt gucken wir mal, ob das halbwegs passt. Wir sind ein wenig früh, spät. Irgendwas sind wir.
Okay, wir können ja noch ein bisschen Schwung rausnehmen aus der Nummer. So. Wie teuer war das jetzt hier? 144. So könnte es hinhauen. Ich korrigiere das jetzt nur noch mal auf die richtige Position. 871. 971 sind wir bei 1000. Eieieiei, das wird richtig knapp, Freunde. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Das kriege ich im Leben nicht gedockt, glaube ich. Eigentlich... Die Vernunft sagt abbrechen, ehrlich gesagt. Mal gucken. Zeitig kann ich aufhören, euch zueinander zu bringen. Die Vernunft sagt, tu das nicht. Wie schlimm ist das? 140, es bleibt dabei. Mit viel gutem Willen und sehr vorsichtigem Manövrieren könnte das eventuell klappen. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Diana, vielen lieben Dank für 20 Euro fürs Haus der kleinen Forscher. Dankeschön. Kommt falsch rum rein, ne? Mit einer guten Korrektur könnte das hinhauen. Vielen lieben Dank für diese Spende. Wird natürlich mit in den Topf gepackt, wie du es schon schreibst. Ab in den Topf damit. Damit meine ich natürlich nicht den Kochtopf, sondern den Spendentopf fürs Haus der kleinen Forscher. So, sind wir auf der richtigen Seite des Geschehens. So. Auch damit. Jawohl. Ah, Freunde, das wird richtig knapp. Ich weiß, dass ich das nicht tun sollte eigentlich. Wir können uns mental eigentlich schon mal auf eine Rettungsmission vorbereiten, ehrlich gesagt. Downstation. Das ist auch schon zu... Hallo? Ich will nicht das da, ich will... Was ist falsch mit dir? Thank you. Puh, Freunde, das wird sportlich. Das wird richtig, richtig sportlich. Oh, das gibt's nicht. Ich komme mit diesem Ding nicht gut klar, ne? Ich komme mit diesem Teil einfach nicht gut klar. Ich glaube, ich bin auch auf dem falschen Manöver gelandet, oder? Super, ich fange nochmal von vorne an, weil wegen Gründe. 868. So, wir geben hier ein bisschen mehr rein. Ich gehe mal so auf 870 hoch. Dann haben wir ein bisschen mehr Schwung. So.
Ja, das wird tatsächlich sehr knapp. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit arbeiten. Da ist auf jeden Fall wenig Raum für Fehler dabei. Jetzt müssen wir mal schauen, was da passiert. Das ist so schlecht nicht. Das wird nicht zu teuer. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu teuer wird. Anschieben wir bei den kurzen Scheinverfahren. Die Rakete ist leider ein bisschen arg groß fürs Anschieben. Deshalb wäre es schon echt gut, wenn wir so halbwegs in den Orbit einfliegen. Mit dem was anfangen können. Danach auch noch ein paar Delta V übrig haben. Das wäre auch gut. So, jetzt sind wir ein bisschen zu. Aber so ist es erstmal okay. Dann haben wir die Periapsis schon auf der richtigen Höhe. Jetzt kommt die spannende Frage: Wie viel Delta V kostet dieser Spaß? 144, das ist 78, 970, 1020. So, ich habe 1260. Bleiben 140 übrig. Ah, wie ich es auch drehe, ne? Das reicht nicht. Die andere Kiste noch Steuerkapazitäten. So, wenn ich jetzt sage, ich bremse hier in Orbit runter. Mehr als ich noch hätte. Ah, verdammt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Da kann ich mich auch sonst noch wie krumm machen. Es funktioniert nicht. Frage ist, was machen wir jetzt damit? Nochmal starten ist sehr, sehr teuer. Beten und hoffen, dass es weniger Gewicht wird. Das Problem ist, das ANDN-Brennen wird nicht funktionieren, weil die so schlecht liegen im Moment. Dass ich quasi verhungert bin bis dahin. Also beziehungsweise Probleme mit der Habitation bekomme. Verhungern ist wahrscheinlich sogar das geringere Problem. Wenn ich jetzt hier starte,
bin ich sehr, sehr zeitig da. Ganz davon ab, dass unser Freund der Moon auch noch gerade ein Wörtchen mitsprechen möchte, weil er ein Arsch ist. Ach, scheiße. Das ist gerade ein völliges Desaster vom Manöver her. So, und da ist Minmus dann ungefähr da. Ihr seht, da fehlt richtig, richtig viel. Ich überlege gerade, wo ich die Delta V hergezaubert bekomme. Ich überlege tatsächlich gerade, wo ich die Delta V hergezaubert bekomme. Was wäre, wenn... Probieren das mal. Ich probiere jetzt mal eine Abfolge von Manövern aus. Also als erstes mache ich ein kleineres Manöver, um uns rauszubringen. Ah, es ist halt auch... Im Prinzip ist das gleiche in Grün. Ich komme mit dem Descending Node nicht weit genug weg, dass sich das groß lohnen würde. Ja, die Überlegung ist, bevor ich refuele, tatsächlich dann eventuell komplett neu zu starten, die Rakete. Ah, das ist super ärgerlich. Ist super ärgerlich, vor allen Dingen, weil es so knapp ist. So, so knapp. Delta, wir sind in dem Monoprop noch drin, das ist die große Frage. Wie viel Delta, wir sind an dem Monoprop? Ich habe auch keinen Engineer mit dabei, um sie umzubauen, ne? Aber ich kann zumindest mal das hier machen. So, ich habe keine Ahnung, ob das viel bringen wird. Aber wir fangen mal an, unsere Probleme zu lösen, hätte ich gesagt. Wir fangen mal an, unsere Probleme zu lösen und gucken mal, wie weit wir damit kommen. So, das Zeug wiegt ein bisschen was. Es ist nicht viel, aber Struts wiegen was. Und je mehr Gewicht wir rausbekommen, umso mehr haben wir an Delta V zur Verfügung. Und eigentlich müsste die Kiste auch ohne die Struts jetzt stabil genug sein. Das war eher für einen Start gedacht. So. Jetzt sind wir schon bei 1283. Das ist ja so schlecht schon mal nicht. So, jetzt überlege ich noch. Ich überlege gerade, ob wir uns 0,3 Tonnen, das ist halt auch nix, ne? Wie gesagt, wenn es nur darum ginge, da irgendwie jetzt Sprit hochzubringen, ja klar. Aber ich würde ungern noch mehr Geld in die Mission stecken.
So, jetzt geht noch ein bisschen Essen raus und ich habe noch Monopropellant. Eventuell reicht mir das, was ich gerade gewonnen habe. Eventuell reicht mir das. Mal gucken. Gut. So. Jetzt wollte ich in die Kartenansicht rausscrollen. Das ist auch ein bisschen viel verlangt. So, das wäre wahrscheinlich hier irgendwo. Zack. So, vielleicht ist es so ein bisschen angenehmer. Vorhin so knappe 870 rausgeraucht. Machen wir das mal wieder. Viel ist es? 170. Ah, sehr viel schlechter. So. Come on. Du hast mir eben 144 gegeben. Was stimmt denn jetzt nicht mit dem Manöver? Wo vertue ich mich gerade? 870. Irgendwas stimmt noch nicht. Komische Dinge passieren. So. Moin, Destroy. Verstehe gerade nicht, was nicht hinhaut. Ich hatte eben doch einen Schuss mit 870. Der Plan ist eigentlich, die Minmus-Station fertig zu bauen, aber ich komme gerade in ein bisschen Spritprobleme, merke ich gerade. So. Oh Mann. Also wenn ich es gar nicht hinbekomme, dann muss ich die Mission wohl oder übel neu starten. Ich würde es gern vermeiden. Warum sind das plötzlich so viele Delta V? War das eben schon so viel? Plus 220 sind 230 sogar fast. Das macht wenig Sinn. Es macht richtig wenig Sinn, aber ich würde halt auch gerne, ungerne die gesamte Mission im Klo runterspülen. Schwierig.
Das Problem ist, wenn ich eine Kabine abwerfe, komme ich habitationmäßig nicht zurecht. Und da ist auch mein Essen dran. Das Einzige, was man hier sparen, im Prinzip kannst du hier nicht mehr wirklich viel sparen. Das ist halt das Problem. I think I see some failing here. Der einfachste Weg, damit jetzt umzugehen. Im Prinzip sehr einfache Rakete zum Nachtanken tatsächlich. Ist wahrscheinlich das schnellste und einfachste. Wir sind bald über dem Kerbin Space Center. Okay, wir gucken mal, ob wir was sehr Simples gebaut bekommen. Also Alucard, du kannst mir den Link gerne zuschicken. Ich muss aber ehrlich sein, ich kann mit Glück komme ich dazu, sie mir mal anzugucken. Ich werde sie wahrscheinlich nicht im Stream benutzen, weil ich da die Raketen gern selber für baue. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, irgendwas Einfaches mit dem Ingenieur. Also wirklich einfach. Das darf nicht viel kosten. Und das muss ja im Prinzip Sprittanks hochbringen, ohne dass die Sprittanks zu viel wiegen. Mal schauen. Also, können wir einen Einsitzer draus machen? Können wir einen Probecore mit draufstecken? Ich baue jetzt schnell tatsächlich eine improvisierte Rakete, nicht ein Standardbauteil. Weil mir das zu teuer wird sonst, wenn wir mit den Standarddingern fliegen. Obwohl, eigentlich könnten wir die Reusability hier zu unseren Gunsten nutzen, ne? Wir sagen, wir machen da nur das Raumschiff. Zack, ich habe aber eh keinen Piloten mehr, oder? Ich habe keinen Piloten parat. Doch, der Wöller ist noch da. Ich kann Wöller und Neo gemeinsam schicken. Okay. Wöller und Neo können das gemeinsam machen. Okay. 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 Genau, ansonsten könnt ihr natürlich gerne im Discord, gerade da auch im KSP-Chat, eure Raketen miteinander teilen. Weil nur weil ich die im Stream wahrscheinlich nicht benutze, heißt das ja nicht, dass es andere Körbonauten nicht potenziell interessiert. Dafür ist Discord auf jeden Fall ein einwandfreier Platz, den man nutzen kann. So. Das Spritmobil. Ja, ich bin so kreativ bei der Namensgebung heute. So. Machen wir da jetzt eine kleine. So, ist da in die Richtung, Stage ran. Kann man dich umstellen auf NH2? Ja, das geht. Ganz offensichtlich. Okay, da reicht dann wahrscheinlich auch der kleine Antrieb. 573 Delta V ist, glaube ich, okay. Ich glaube, es ist okay. Wir nehmen zwei von den kleinen, die haben auch ein bisschen Electric Charge. Das sollte für meine Zwecke vollkommen reichen. So, das ist jetzt richtig billo, die Rakete, aber es sollte die meisten meiner Probleme lösen. So, was wir jetzt brauchen, sind Seitentanks, die ich nachher umbauen kann. So, jetzt die Frage, kann ich die Dinger hier umstellen? Die Baguette-Tanks. Ja.
Das wird nicht so richtig viel bringen. Aber es ist halt besser als nix. Und wenn wir davon die ganze Bagage mitnehmen, dann haben wir hoffentlich nicht eine schöne Möglichkeit. So, das Ganze wiegt jetzt 6,3 Tonnen. Das sollte also relativ easy peasy zu fliegen sein. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Josie Tief. Vielen lieben Dank, Josie Tief. Alles klar, jetzt habe ich den Wortwitz, glaube ich, auch verstanden. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Ganz viel Spaß mit den Kirby-Modes. So, und dann packen wir hier eine Stufe 2 Launcher drunter. Das werden wir wahrscheinlich etwas vergrößern müssen. Ein kleines bisschen zumindest. Zack. Zack. Sieht gut aus. Dann hoffe ich, ich kriege die Landung gut hin. Ey, sonst wird das echt peinlich. Peinlich und teuer. 86k. Oh, hervorragend. Ich liebe es, wenn ein Raumschiff richtig viel Kohle kostet. Because Kohle. So, und dann hoffe ich, dass wir danach genug Sprit an der Kiste dran haben. So, bla 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 bla. Ihr habt ein Hitzeschild, ihr habt Fallschirme, ihr kommt lebend zurück. Es hat super winzig unterdimensionierte Bespaßungs- Solarpanels. So, jetzt brauchen wir noch die richtige Crew. Und zwar übernehmen das Wöller und Neo. Und beide Seed Inventories kriegen noch einen Schraubenzieher mit, damit ich sicher bin, dass einer mit dabei ist. Aber wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. So. Versuchen wir das Beste, oder? Los geht's. Das ist kein Betankungsraumschiff, Freunde. Das ist zum Umbauen gedacht. Der Plan ist, nah ranzufliegen und dann mit dem Ingenieur quasi die einzelnen Tanks an die andere Rakete anzubauen, damit wir den Treibstoff in weiteren Tankbehältern haben, weil ich habe ja keine Tankbehälter. Also ich habe ja nicht nur das Problem, dass der Sprit nicht reicht. Ich habe auch noch das Problem, dass ich schlicht und ergreifend keine Tanks habe, um das Zeug einzufüllen. So, 160 zu 111. Entfernung 700 Kilometer. Ich gebe ihm einen Moment. So, und ich würde mit ein bisschen Vorsprung starten, weil ich muss mit einem relativ hohen Angriffswinkel an die Sache rangehen, sodass ich mich dann lieber einholen lasse und abbremse. Auf gut Deutsch, wir fliegen jetzt los. Auf geht's. Neo, Wöller, haltet eure Hüte fest.
So. Fliegt derzeit auf einer Höhe von 168 Kilometer, wenn ich es richtig sehe. Jawohl, 168 Kilometer. Check. Okay, dann tragen wir uns jetzt erstmal schön nach oben. Also wir können uns gerne mal so 160 Kilometer hochschießen. Mal gucken, ob das hinhaut mit meinem gewünschten Sprit, den ich gerne noch übrig behalten möchte. Das sieht ganz gut aus. So. Und wir gehen auf die nächste Stage. Und jetzt. So, entsprechend der Höhe ein bisschen weiter. Das schon mal weg. Die Dinge können auch auf. Schon mal ganz gut aus. 160 Kilometer haben wir gleich. Sehr gut. Dann müssen wir da nur noch den Orbit dann fertig brennen. Dann zurück auf den Booster. So, ich glaube, das war Triebwerk deaktivieren, meine ich. Ist das richtig? Nee. Muss mir die Action Groups nochmal angucken. So, ab nach Hause. So. Bringen wir den hier in Richtung Orbit. Mit seiner Upper Stage. So, 2500 Delta V, sieht gut aus. Insgesamt.
Wir sind ein bisschen weit rausgesprungen diesmal, aber ich glaube, es tut uns nicht weh. Es könnte halt ein bisschen heiß werden bei der Landung unserer ersten Stage. Mal gucken, ob das so funktioniert. Aber wir haben genug Zeit. Um uns das ganz geschmeidig zu erkaufen. So, da hinten kriegen wir fast unseren Treffer dann hin. Ja, ich würde sagen, das tarieren wir dann da hinten aus. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Landung, hätte ich gesagt, ne? Dum, 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 dum. Ich hoffe, die Delta V reichen noch. Okay, wir kommen heute relativ hart rein. Bin gespannt. Aber wir haben ein bisschen Abstand zum Space Center. Also wenn was Dummes passiert, ist es nicht so wild. Hoffen wir das Beste. Mal sehen. Ich glaube, von so weit oben sind wir noch nicht zurückgekehrt mit dem Booster. Das dürfte also der mit Abstand heißeste Re-Entry werden, den wir bisher hatten. Warum kommt Jizz nicht raus? Holy shit! Ein bisschen zu zeitig gezündet. Aber ich glaube, wir kriegen das gerade so noch gefangen. Aber gerade so. Komm, verreck mir nicht. Nein! Knapp nicht. Aber der teure Teil hat überlebt. So, der rote Knopf ist schlicht und ergreifend auch eine eigene Aktionsgruppe, der Abort-Knopf. Ich muss nur mal gucken, wo ich die Dinger auf der Gruppe habe. So. Ach ja. So, dann kümmern wir uns mal um die zweite Stage. Wie gesagt, der teure Kram ist größtenteils zurückgekommen. Das war nicht, was ich recovern wollte. Da ist der teure Kram. Zack. Na komm. So. Ja, knapp. Knapp vertan. Ich überlege gerade, auf welcher Action Group ich... Ich hätte gedacht, ich habe die Beine auf Gier mit drauf getan, aber mag sein, dass ich sie woanders hingepackt habe. So.
das Spritmobil. Fliegen wir es mal zu seiner eigentlichen Aufgabe. Das müsste ganz gut klappen. Also zumindest das Hinkommen und Betanken, das sollte hinhauen. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, ob es dann reicht. Aber eigentlich soll es kein Problem sein. So, wir kommen da hinten in Relative Speed 194, das ist okay. Gleich haben wir es. Sprit haben wir auch noch genug in der Stage. Und dann klinken wir das Raumschiff aus und bringen die Stage wieder nach Hause. Aber noch kann sie ihre Arbeit machen. Ein bisschen overshootet. So. Bringen wir das Ganze mal ein bisschen besser zueinander. Okay, dann stoppen wir sie nebeneinander und dann bringen wir die Second Stage nach Hause, hoffe ich zumindest. So. Und jetzt können wir das Ding hier lassen. Zack. Zack. Sehr schön. Wir sind. Nee, das ist noch nicht sehr schön. Das ist es. So. Der kann schon mal auf einen schönen niedrigen Orbit runtergehen wieder. Stört er hier auch keinen. Und ist auch schneller wieder an seinem Landeplatz. So, und wir haben dann nämlich ein bisschen Zeit, uns mit dem Gebastel zu beschäftigen, bevor der Booster gelandet werden muss. Oder die Second Stage trifft sie in dem Falle eher. So, wir bringen den mal schon mal auf 80 Kilometer. Check. So. USKC. Da. Dann machen wir mal hier ein Manöver. Zack. Bremsmanöver. Irgendwie sowas in die Richtung. So, und dann können wir das nämlich einfach in die Uhr reinpacken und verpassen es nicht. Und können jetzt, na, das wird nichts mehr umschalten, können jetzt hier umschalten. So, und das andere Ding haben wir jetzt in 15 Minuten auch sauber auf dem Radar, wenn es da ankommt. So lange können wir jetzt aber noch mit der anderen Rakete arbeiten und umbauen.
ein wenig mehr Sprit an die Geschichte ranbringen. So. Dup. Sehr schön, dann bauen wir das da hinten am Tank an, denke ich mal. Das ist, glaube ich, die spannendste Stelle dafür. Also, die ist noch gar nicht an, oder? So, dann werden wir uns jetzt hier schön drüber platzieren und dann die Tanks ausbauen. Ist eigentlich sogar fast egal, wo wir sie hinbauen. Hauptsache, wir kommen schön nah ran. Vielleicht wäre es ein bisschen monopropellant, hätte das Leben vielleicht sogar noch vereinfacht, wo wir gerade dabei sind, aber hey, einfach. Einfach wäre zu einfach, vermute ich mal. So. Ah, das Ganze auch noch in der Nacht. Weil wegen Gründe. So, schön langsam und vorsichtig. Und dann bauen wir die Baguette-Tanks im Prinzip um auf die andere Seite. Genau, Luca. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Mit diesen weisen Worten wird von der Holzklasse in die Bronzeklasse gewechselt. Mit diesen weisen Worten. Vielen Dank für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken natürlich. Ich hoffe, wir kommen nah genug ran, dass der Ingenieur seine Arbeit machen kann. So. Das sieht doch gut aus. Seitlich einpacken kann ich. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und der Danilo haut direkt noch ein Sub hinterher, vielen lieben Dank. Und ich. Neo, wir müssen endlich mal über deinen Anzug reden. Das geht so nicht weiter, ne? Das ist nicht okay, was du hier machst. Das ist falsche Verwendung falscher Dienstbekleidung. Und damit bin ich nicht einverstanden. So prinzipiell. Prinzipiell bin ich damit nicht einverstanden. So, und jetzt müsste eigentlich. Ja, die Dinger sind leicht genug. Sehr lang. Ich grab die jetzt erstmal hier runter. So, hier wird noch im Weltall Raketen umgebaut. Hier ist noch Handarbeit. So, jetzt packen wir die aber erstmal in einen anderen Bereich, dass ich die Stelle wieder frei habe, weil dann kann ich das andere Raumschiff einfach drehen. Ich drifte ab. So. Das ist kein Ingenieursraumanzug. Du trägst einen, ich glaube, Bergarbeiteranzug. Ich glaube, du hast den Bergarbeiteranzug geklaut, weil du
aus irgendwelchen Gründen scheinbar glaubst, dich mit der Arbeiterklasse identifizieren zu müssen. Was ich prinzipiell sympathisch finde, aber irgendwie ist es halt trotzdem falsch. Okay? Ich hatte kurz Angst, dass der nicht mehr hält, ehrlich gesagt. So. Sieht sehr gut aus. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Insgesamt. So, jetzt müssen wir mal hier im Bild drüben ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, ich hau das Solarpanel nicht weg bei der ganzen Aktion. Ja, nicht die Füße anbrennen. Keine Sorge, Neo, da wird jetzt keiner sehr heißes Gas rauspacken. Ich bitte dich. Das wäre unverantwortlich. Irgendwie wäre das unverantwortlich, deshalb macht das natürlich keiner. Niemand hat die Absicht, unseren Ingenieur in ein gegrilltes Würstchen zu verwandeln. So, jetzt müssen wir die Kiste mal drehen. Komme ich da rum? Ja. Sieht gut aus. Bitte schön. Nächsten Tanks. Der Neo grün sein müsste. Jetzt bist du albern, Neo. Verdammt. Ein bisschen zu weit weggedriftet. So. Zack. So, dann müssen wir jetzt auch nicht in Schönheit sterben, weil diese Tanks würde ich dann auch relativ instant entsorgen, sobald sie leer sind. Deshalb mache ich da jetzt hier nicht die hochsymmetrische Superverteilung, sondern einfach nur Tanks. Cool, Neo hat seinen Job auch getan. Sehr gut. So, und das reicht jetzt entweder oder es reicht halt nicht und ich habe Pech gehabt. Ich muss die Mission abbrechen. So. Gut, wir haben unseren Job getan, hätte ich gesagt. Lass uns jetzt hier kurz einmal weggleiten. Und dann geht's in den Orbital Retrograde auch für uns. Vorbereitung auf die Landung. So, und dann ab zu dem Raumschiff. Wie viel haben wir jetzt? Hä? Ach so. Ja, ich habe gerade gedacht, so was? Was? Das ist ja, warum ist das schlimmer geworden? Aber alles gut. Ich habe ja die Tanks gesperrt gehabt, wohlwissend. Ja, das. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Freunde, so läuft das. Ich glaube, Priority nach oben war, macht die mal zuerst, ne? Ich meine, höher war vorher benutzen. So, dann können wir nämlich die alle leersaugen erstmal. Wahrscheinlich sogar im ersten Manöver. Und die danach halt einfach entsorgen. Haben wir nochmal Sprit gespart. Also dann sparen wir Gewicht wiederum. So. Wann musst du die Upper Stage landen? In 6 Minuten. Das heißt, wir haben noch 6 Minuten für ganz herausragende Manöverplanung übrig. Für unsere jetzt total funktionale, hat keiner gesehen, dass wir es fast versaut haben, Minmus-Mission. So, hier irgendwo. Zack. Ungefähr 870. Fine for me. Irgendwie 870 den Dreh. Am Start. Plus minus daumenbreit. So. Und das haben wir dann nochmal. Weil dann an dem Manöver könnten wir die Außentanks dann schon loshaben. Wenn alles gut läuft. So. 167.
60 sieht auch okay aus. Okay, damit müssten wir mit Zusatzreserven und dann noch Gewicht dezimieren und bla 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 eigentlich durchkommen. So, jetzt kommt als nächste Aktion Landung unseres Boosters. Downstation, bla, Spritmobil Probe. Ist das du? Oh ja. So, das müsste die nächste sein. Danilo, hatte ich mich für den Zapf vorhin bedankt? Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob alle Alarme sauber durchlaufen. Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe doch sehr. So, wir haben noch ein Stück. So, da kommt unsere andere Kapsel angedüdelt. Oh Gott, wo habe ich... Nein, er hat den Schalter dahinter mitbedient. Oh. Ich habe dahinter auf die Kerbin Space Station geklickt und er hat den Klick durch das Kerbal Alarm Glock Window mitgenommen. Da. Trink mal ein Fürst Wallerstein. Maybe irgendwann mal. Meine Mama hat mir mal beigebracht, dass es total nett ist, wenn man Bitte sagt. Eine gern vermisste Höflichkeitsfloskel, gerade auch im Umgang im Internet miteinander. Einfach mal Bitte und Danke sagen. Ihr solltet das mal probieren. Das ist eine total tolle Sache, nett zu Menschen zu sein. Unter anderem mit so kleinen Höflichkeitsfloskeln wie Bitte und Danke. Das hilft so unheimlich viel. So, wenn wir das als erste Bremsung machen, sind wir schon mal relativ langsam. Ich behalte mir dann noch ein bisschen Platz frei. 4 Minuten, also es dreht so oder so. Und ich kann noch mal bremsen. Um ein bisschen Hitze rauszunehmen. Also von daher... Von daher sollte das im Anflug ganz gut passen. Auf jeden Fall werden wir nicht ins Meer schrabbeln. So, und jetzt machen wir das einfach mal. Freuborn mit Morzipon. Ich hoffe, hier funktioniert der Gear-Knopf gleich. Mal testen. Auch nicht. Wo habe ich das denn draufgelegt? Spannend. Für eine Action Group wird es sein. Aber auf was? Bremse ist es nicht. Bremse sind die Dinger. Licht ist es bestimmt auch nicht. Abort ist es auch nicht. Ich glaube, ich muss da einfach mal gucken. Ich glaube, da ist die Action Group einfach nicht drauf. Nicht sauber zumindest. So. Abflug. So, jetzt gehen wir heiß und hässlich in die Atmosphäre rein. Ich glaube, wir sind fast ein bisschen zu zeitig und zu flach, aber mal gucken. Mal gucken. Surface. So, wie sieht's aus? Wir overshooten relativ stark, das ist gut. Aber jetzt kommt eh gleich die unangenehme Phase, wo ich wahrscheinlich eh nochmal bremsen will und muss. Einfach wegen der Hitzeentwicklung. Von daher kommt mir das ganz entgegen. So, wir bereiten hier schon mal ein bisschen was vor. Ich muss dringend nochmal wegen den Action Groups gucken. Dringend. Ganz dringend. So. Aber wir kommen so schlecht gar nicht rein.
Wir kommen so schlecht gar nicht rein. Okay, ich gehe jetzt gleich nochmal auf die Bremse. Und jetzt kommt er auch ganz schön schnell mit der Geschwindigkeit runter. Ich hau trotzdem mal die Hacken hinterher, damit wir auf keinen Fall ins Wasser rumschucken. Come on, come on, come on, come on, come on. Bremsen! Bremsen, ich will nicht ins Wasser fallen. Brems doch. I don't want to Notwasserung. So sieht's gut aus, glaube ich. So muss es passen. Gut, Freunde. Delta V-mäßig müsste das hinhauen. Let's do this. Los. Im letzten Moment noch kurz ausgemacht. Tada! So, sehr schön. Das haben wir. Dann können wir jetzt hier an der Kiste noch landen. Also landen am Fallschirm. Die Landebeine kommen von Umbra Space Industries, also aus dem USI Modpack. Müssten die sein. Das sind so schwere Landebeine für... irgendwas ist passiert. Irgendwo habe ich drauf geklickt. Schwere Landebeine für Bases und sowas eigentlich, aber für Raketen, für große Raketen gehen die auch ganz hervorragend. Nee, es gibt keine Anschrift für Bierproben. Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, ob ich mir mal ein Postfach oder sowas einrichte. Verdammt, wo habe ich draufgeklickt? Irgendwas lädt. Ich wollte was anderes machen. Ja, aber gerne auch Recover. Bisher hatte ich aber nicht so das Gefühl, dass der große Bedarf besteht, dass mir so besonders viele Leute Post schicken wollen. Deshalb habe ich mir den Terz, das einzurichten, einfach noch nicht gegeben. Ba-ba-ba. Eine Packstation reicht. Ah. Echt, Packstationen sind bei mir mal richtig, richtig überfüllt. So... Jetzt müssen wir erstmal. Der hat noch 16 Minuten. Sehr schön. Dann können wir den hier doch hoffentlich noch zum Wassern bringen. Ich bremse den jetzt einfach hart durch und gut ist. Dann ist das Thema erledigt.
Weil wir brauchen den Sprit für nichts anderes mehr. Und wir sind relativ nah am KSC. Relativ. Ich glaube, ein bisschen drüber sind sie mittlerweile auch, aber. Retrograd. Wo sind wir? Wir sind knapp übers KSC drüber. Das ist doch okay. Wir bremsen das jetzt einfach hart weg. So. Toggle-Info. Altitude. 5000. 1400. Close Arm. Same shit hier. So, ihr Lieben. Werden euch da hinten wassern lassen, denke ich mal. Das sollte eine ganz angenehme Erfahrung werden. Mit ScanSat kannst du ja scannen. Also es gibt spezielle Missionen auch für ScanSat, die du dann erhältst, solche Scans anzufertigen. Dafür gibt es dann Science-Punkte. Die fertigen Scans an sich kannst du auch nochmal übertragen für Science-Punkte. Also ja, ScanSat gibt Science und sehr schöne Karten, sehr schöne Übersichtskarten der Planeten, die du dir damit erstellen kannst. Oder Himmelskörper, das sind ja nicht nur Planeten, es sind ja durchaus auch Monde mit dabei. Job, job. So, ich glaube, das ist steil genug. Wir müssen euch ja nicht irgendwie unnötig Risiken aussetzen. Der Passenger, hallihallo. Die komplette YouTube-Serie gesuchtet. Sehr schön. Und jetzt live dabei. Hervorragend. Wir sind gerade in so einer mittelerfolgreichen Minmus-Mission. Also ich habe den Kerbin Orbit noch nicht mal richtig verlassen, weil ich mich heute wieder ein bisschen anstelle. Ein bisschen knapp gebaut. Aber jetzt müsste es hinhauen. So. Das hat uns nicht ganz dahin zurückgebracht, wo wir vorher waren, aber es hat halt auch nicht so super viel gekostet durch das Recovery. Es ist okay. Es ist okay. So, Völler und Neo kommen jetzt gleich zurückgeschrabbelt, am Fallschirm hängend. Einen kleinen Splashdown. Fallschirme sind auch safe, das heißt, wir können jetzt hier. Wie sieht's mit der Dings? Die ist noch weit genug von ihrem Manöverpunkt weg. Ich wollte nur gucken, dass ich das Manöver auf jeden Fall erwische. So, alle Fallschirme haben deployed. Sieht gut aus. Geschwindigkeit sieht auch okay aus. Kann man jetzt Hitzeschild noch abwerfen, aber das hält auch so. Das hält auch so. Die Kapsel überlebt das auf jeden Fall. Die hat eine deutlich höhere Impact Tolerance. Und wenn der Hitzeschild kaputt geht, geht er halt kaputt. Nobody cares. Nobody. Machen wir bitte IVA. Klar, wir können da gerne mal reingucken. Zack. So sieht diese Kapsel von innen aus. Viele Knöpfe. Dinge, die man anfassen kann. Ich drück da lieber nicht drauf. Da passieren nur komische Sachen. So. Also die hängen jetzt quasi auf dem Rücken liegend und gucken zu diesen Fenstern da raus. Diesen beiden kleinen traurigen Äuglein. So. Plopp. Und recover. So, sehr schön. Haben wir das? Und dann begeben wir uns jetzt zum Minmus. Und hoffen mal, dass meine kleinen Korrekturarbeiten, die ich da jetzt geleistet habe, hoffentlich
funktioniert haben und auch ausgereicht haben. Oh, der Wöller hat was Neues gelernt. GeForce Ribbon, hey! Der Wöller hat das erste Mal gelernt, was GeForce bedeutet. Sehr schön. Ernstzunehmende GeForce natürlich nur, meine ich damit. So, jetzt aber. Auf geht's. 9 Minuten noch bis zum Manöver. Also wir sind zeitlich sehr gut durchgekommen mit allem, was wir so erledigen wollten. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir die eigentliche Hauptmission des Abends erledigen, um dann mal zu gucken, wie es weitergeht. Also wo wir dann hingehen, ob wir... ich würde tendenziell Rettungsmissionen machen wollen vielleicht oder eine coole Tourismusmission. Muss ich aber mal gucken, was uns angeboten wird. Jetzt machen wir erstmal die Minmus-Mission fertig. Erstmal machen wir die Minmus-Mission fertig. So, die wird sich nachher irgendwie im Bereich Prograde erstrecken. Machen wir mal so. So, und das sollte jetzt hoffentlich uns auch schnell aus diesem Trümmerfeld rausbringen. Und dann haben wir ein paar Minuten Zeit, um uns der Tanks zu entledigen. Ich muss jetzt nur einmal gucken, dass tatsächlich die Tanks auch zuerst leergezogen werden. Sonst müssen wir hier was korrigieren mit den Fuel Priorities. Also eigentlich sollte der Baguette-Tank zuerst verschwinden. Das ist der Trick hinter der Sache. Wie weit ist die Yul-Probe schon? Vergiss die Yul-Probe. Da reden wir in 1,5 Jahren wieder drüber. In 135 Tagen hat sie ein Korrekturmanöver. Also, sie ist noch nicht wirklich weit. De facto ist sie richtig weit draußen schon. Aber also richtig weit draußen im Sinne von, sie beschleunigt noch raus. Hier sieht man sie. Aber die hat noch nicht mal die Duna-Umlaufbahn erreicht. Das wird eine Weile dauern. Los geht's! So, Freunde, jetzt aber ab in Richtung Minmus. Als ob es keinen Morgen gäbe. Es sieht gut aus, dass die Baguette-Tanks zuerst leergezogen werden. Das heißt, wir haben die dann auch gleich leer und können die entsorgen nach diesem Burn. Warum erst nach diesem Burn? Weil während dem Burn ist ein bisschen schwierig, weil die Kiste doch unter, naja, 0,2, 0,3 G liegt, aber auf jeden Fall etwas, was wir mit dem Jetpack nur sehr schwer hinterherbrennen können. Das schaffen wir nicht so ganz. Deshalb würde ich das ungern jetzt machen. Das wird auch nicht funktionieren, sich da an der Leiter festzuhalten währenddessen. So, ihr seht, wir brennen so die ersten 100 und ein bisschen... Meter pro Sekunde schon mal weg. Okay, wir sehen hier, das baut sogar Zeit auf. Das heißt, wir könnten eventuell einen kurzen Zwischenstunt machen gleich. Sobald die Baguette-Tanks leer sind, weil die müssten alle gleichzeitig leer gehen. So. Aber dann beginnt das Manöver von vorne. Ne, wir machen das nicht. Wir machen das. Wir machen keine schlimmen Stunts mitten im Manöver. Okay, cool. Keine schlimmen Stunts mit einem Manöver. Das machen wir für später. Das wird uns dann noch genug Sprit sparen. Jetzt machen wir erstmal das Manöver an sich. Das französische Langbrot. Ja, vielleicht. Wobei das eher ein kurzer Tank ist. Da kommt irgendwas sehr schnell an uns vorbei. Irgendwelche Teile von uns selbst. Naja, war bestimmt nicht wichtig. So, Freunde. Und dann denke ich mal, durch den Abbau der Tanks werden wir uns noch mal ein bisschen Gewicht sparen wieder. Und auch noch mal ein paar Delta V wieder gut machen. So wird doch noch ein Schuh aus der Mission. Wir können damit noch Geld verdienen und es wird hoffentlich niemand sterben unterwegs. Ich hoffe es inständig.
Das sind LH2, also Hydrolox quasi. Triebwerke in der Kurzform, also Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff oder flüssiger Wasserstoff, also das L steht für Liquid und der Oxidizer ist im Regelfall auch flüssiger Sauerstoff. Genau. Das ist kryogenisches Fuel. Sehr, sehr leicht, sehr effizient. Dafür brauchst du halt sehr große Tanks für sehr wenig Treibstoff. Alles entführen wieder. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf der Spitze des Manövers sauber den Abschluss finden. Damit wir nachher das Manöver auch wirklich treffen. Wir sind sehr viel effizienter geflogen, als ich dachte. So. Next one, 167. Das müssen wir gleich mal korrigieren, denke ich. Dass das nachher dann auch stimmt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Prorate burnen. Das sieht mir. Nur ein bisschen. Das sieht mir sonst noch zu knapp aus. So. Dann machen wir zuerst die Tanks weg. Weil dann haben wir mal so den Status quo, was wir noch an Delta Vs haben. Das wird jetzt nicht die große Zeitenwende gebracht haben, aber vielleicht ein bisschen was bringen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel hatten wir vorher? Habt ihr darauf geachtet? Ich habe nicht darauf geachtet. Natürlich habe ich nicht darauf geachtet. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es sollte reichen. So, jetzt gucken wir mal. Was ist das Problem? Overshooting ist das Problem. Verdammt Axt. Es kommt davon, wenn man dem Manöver nicht vertraut. So. Dann bezahlt man dafür. Dann bezahlt man dafür. Und wir sind dann in 9 Tagen am Minmus. Genau, im Verhältnis schleppt man mehr Leermasse mit sich rum, außer natürlich, die Tanks sind sehr leicht gebaut, was sie meistens nicht sind aufgrund der Kühlung. Aber im Verhältnis lohnt sich's oft doch noch, weil es sehr, sehr viel effizienter ist. Also wirklich fast 100 ISP. Also statt 300 in den 50ern schaffe ich hier 400 und ein bisschen ISP. Was halt ungefähr ein knappes Drittel, ein Viertel bis ein Drittel irgendwo dazwischen mehr Effizienz ist. Und dafür muss es halt dann ein Viertel bis ein Drittel mehr wiegen, damit es nicht mehr sich lohnen würde. Ne? So. Außerdem sieht die Flamme schön aus. Wobei das vielleicht kein professionelles Raketenargument ist. Nicht besonders professionell. Worum geht's heute und was habt ihr schon gemacht? Wir fliegen nach Minmus. Und was haben wir gemacht? Wir haben mehr Tanks an die Rakete gebaut, die nach Minmus fliegt, weil ich in meiner Vorkalkulation festgestellt habe, dass meine Minmus-Rakete leider nicht genug Treibstoff hatte für das, was ich machen wollte. Leider. So, und deshalb musste ich das nochmal machen. So, jetzt kommt
kommen wir zum Thema Mid-Course Correction. Denn wir wollen die Raumstation ja auch wirklich treffen. So. Mid-Course irgendwo hier draußen. Zack. So, jetzt schauen wir mal. Diesen aus recycelten Materialien. Ich möchte, unsere Presseabteilung hat gesagt, dass wir dazu nicht genaue Stellung nehmen, was wir da recyceln. Aber auf jeden Fall sind sie recycelt. Zu 85%. Aus recyceltem Plutonium. Huch, jetzt habe ich es doch gesagt. Huch. Das gibt wieder Ärger mit der Presseabteilung. Dann kreuzen wir hier einmal schön. Zack. Ich versuche mal die Periapsis so ungefähr auf einen kreuzenden Kurs zu legen. Erweiterung für die Space Station, genau, das ist quasi die Fertigstellung der Space Station. Also wir nehmen nach Auftrag die Minmus Space Station heute in Betrieb mit drei Piloten. Was eine sehr eigenartige Konstruktion ist, muss ich der Fairness halber sagen. Aber wir machen das so, wenn der Auftraggeber das so möchte, machen wir das natürlich exakt genau so. So, Duna ist heute nicht. Fleck und Minmus könnte man fast überlegen, aber... eigentlich Orbital Station machen wir gerade. Ja. Man könnte fast überlegen, ob man... Naja, wir machen das lieber nicht. Kommen wir ja nur Unsinn bei rum. Ja, mal gucken. Ich überlege mir das, wenn wir vor Ort sind. Inwiefern wir Unsinn machen oder nicht. So, jetzt machen wir aber erstmal den Warp zum nächsten Manöver. Los geht's. Achso, ja. Das können wir auch mal hier hinstellen. Zack. Und dann geht's in diese Richtung diesmal. Und Heckensträuch, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. Das machen wir, glaube ich, mit RCS. Das ist so wenig. 2,3 Delta V, ich denke, das machen wir kurz mit einem RCS-Impuls. Einfach, weil das sonst übersteuere ich so dermaßen heftig. Ich habe halt nicht so viel RCS mit, da muss ich ein bisschen mit haushalten, insgesamt. Oh, irgendwas steuert mit. Verdammt. Ihr habt noch Actuation Toggles an, oder? Ja. Aus... Ihr habt nicht. Nee, nicht. Auf euch kann man sich verlassen, auf den Rest schon wieder nicht. So. Ja, das sieht okay aus. Vom Verbrauch. Und das ist so wundervoll. Genau. Dass man einfach... auch in die andere Richtung nachkorrigieren. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll, das zu haben. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier vorbeigeschlittert kommen. Rein zufällig sind wir totally not auf derselben Position, was aber auch nicht ganz so schlimm ist. Ich hätte gesagt, wir machen es dann einfach so, dass wir hier eine Bremsung einlegen. Und wir tun Folgendes. Wir bremsen uns auf einen Orbit, der in der Resonanz quasi, das ist auch das falsche Wort dafür, aber der so viel länger dauert, dass wir die Raumstation dann direkt beim nächsten Orbit treffen. So. Aber, also ich nehme jetzt den hier, aber uns noch weit genug draußen lässt, dass wir an dieser Stelle auf überaus billige Art und Weise, weil wir sind ja weit aus dem Gravitationsfeld von Minmus raus,
Die Inklination anpassen. Genau, drei Piloten, einer für jede Achse. Genau, die haben drei Joysticks. Nee, tatsächlich ist das Dumme einfach, dass die Station als Auftrag verlangt, dass ich die Station mit drei Piloten bekörbel. Also bringen wir da jetzt drei Piloten hin. Mit dem Plan, zwei davon eigentlich auch wieder zurückzufliegen. Ich weiß noch nicht, wen ich da lasse. Mal gucken. Wahrscheinlich Valentina, aber wie gesagt, mal gucken. So, 15 Tage Habitation, alles cool, bla 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 bla. Das ist dann in 8 Tagen und dann haben wir auch ordentlich Habitation. Auf geht's. Ich mach mal hier. Da kommen sie gefahren. Da kommen sie gefahren. So. Mimos. Na, 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 Mimos. Bin sehr gespannt auf die 1.8 mit den neuen Texturen. Ich hoffe, bis dahin haben wir unsere Duna-Probes halbwegs am Start. Das ist auch nicht mehr so lang hin, hoffe ich. Ich meine, die Duna-Mission ist, glaube ich, die hat, glaube ich, in 42 Tagen erst eine Korrektur, meine ich. Duna Mission ist auch erst hier irgendwo. Da. Ah, oh, die hat auch noch echt lange, ne? Das braucht alles noch so lange, Freunde. Das ist irgendwo der Asteroidenscanner. Genau, der ist auf dem Weg in seine Umlaufbahn zwischen Eve und Kerbin, um da zu scannen. Also, wir haben finanziell ein paar sehr vielversprechende Missionen auf dem Weg. Leider krebsen wir gerade so ein bisschen rum. Aber die Minmus-Raumstation ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Ich möchte fast sagen, eine sinnvolle. Gravitationsfeld von Miss. Es ist wenig, aber es ist nicht irrelevant. Also es sind halt wieder eine Handvoll Delta-V, die man sich spart. Und wenn man, wie ich hier gerade, auf dem letzten Tropfen Sprit in der Gegend rumheizt, ist es durchaus relevant, ob man nochmal nachher 5 Delta-V mehr oder weniger hat. Und von daher, wenn man es machen kann, warum denn nicht? Ich meine, warum denn nicht? Aber klar, die Inklinationsanpassungen an Minmus sind zugegebenermaßen tatsächlich ein Witz, wenn man es mal vergleicht mit dem Kerbin-Gravitationsfeld. Und selbst das Moon-Gravitationsfeld ist ungefähr eine Trillion Mal stärker gefühlt. Der alte Sparfuchs. Naja, irgendwie muss ich ja mit meinen Raketen mich hier durchmogeln. Ärgert mich ein bisschen, dass der First Stage Booster umgekippt ist. Der ist so schön getanzt, sah für einen kurzen Moment so aus, als ob ich ihn halten könnte. Aber er wollte dann nicht. In letzter Instanz wollte er nicht. Sehr schön, weil dann können wir jetzt hier das nächste Manöver planen in 2 Stunden. Und machen hier einfach hoch. Eine ganz gemütliche Inklinationsangleichung für quasi nix. Für 2,5 Delta V. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Moin, deutscher Mann. Grüß dich. Na? Immer noch besser als Mo. Ja, gut. Moho hat halt die Gravitation von dem, was es ist. Ein sehr großer Kieselstein. Aber ich finde immer, wenn man bis Moho gekommen ist, hat man auch sich mit genug anderen Problemen schon beschäftigt, dass es nur fair ist, dass die Gravitation jetzt nicht anfängt, auch noch mitzureden. So, ihr seht, wir haben jetzt noch 393 Delta V. Das ist tatsächlich nicht besonders viel. Also es war gut, dass wir nachgetankt haben. Wir hatten nämlich knappe 300 Delta V nachgetankt. Das heißt, ich hätte jetzt normalerweise noch so, wenn es gut läuft, 93. Wahrscheinlich hätte ich eher so 20 bis 50 Delta V. Das hätte vielleicht sogar kurz auf knapp funktioniert. Wahrscheinlich aber nicht. So ist besser. So ist auf jeden Fall besser. Also ich fühle mich damit auch wohler, so wie es jetzt ist. So, wir machen das wieder mit RCS. Und wir fangen 3 Sekunden vorher an zu brennen. Ja, machen wir 5. Machen wir 5. 5 ist schön rund. 5 ist eine schöne runde Zahl. 5 Minuten vor Startburn geht's los.
Wir brennen das schön runter mit unserem RCS. Gibt halt auch noch mal ein paar Delta V wieder zurück, einfach weil wir Gewicht rausgeben. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt hier noch 25 Meter Relativ Speed zu canceln. Das ist die Raumstation, oder? Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, was ich da angeklickt habe, ehrlich gesagt. Das wäre so peinlich. Aber es wäre auch wieder typisch ich. Typisch. Ganz typisch. So, da kommt sie irgendwo. Da ist sie. Target Retro. So, sie freuen sich schon alle. Guck mal, wie sie alle gleichzeitig so... Ah, die Raumstation. Wir sind so glücklich. Jeden Moment habt ihr sehr viel Grund, glücklich zu sein. So, wir gehen schon mal in eine flache Formation, was die Solarpanels angeht. Ich meine, wir kommen mit 200 Meter Abstand rein. Also, das wird ein angenehmes seitliches Parkmanöver. Ich bin da total entspannt, was das angeht. Man kann sie da hinten schon erkennen. Sie ist schon geladen. Jetzt kommt sie rangerauscht. Dum, 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 da. Ja, Yol hat halt von bis, muss ich sagen. Da sind ein paar sehr kleine Dinger mit dabei. Das sind aber auch echte Brocken. Also große Brocken, meine ich damit. Ich fange mal an, das zu bremsen. Da müssen wir ja nicht mit Vollschub arbeiten. Schön schaut's aus. Schön schaut's aus. Sieht nicht aus wie eine Station, aber dafür sorgen wir jetzt, dass das hoffentlich besser wird. Hoffentlich wird das ein bisschen besser. So. Muss jetzt nochmal gucken, wo der Docking-Ansatz ist. Das war der Construction Port. Das war der Docking-Port. Mhm. Alles cool. Habe ich richtig im Kopf behalten. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier... Ich würde einen seitlichen Ausleger nehmen, tatsächlich. Ah, wohl. Ja, doch. Das sind ja noch die Übergangs-Solarpanels. Set as Target. Der guckt auch in unsere Richtung. Control from here. So. Und wir machen mal Aim Camera auch auf das Ding hier. Schwupp. So, und dann... Quer ist gar keine so gute Idee, ne? So, los geht's. Auf geht's in Richtung Ziel. Wo ist er denn? Irgendwo da war er doch. Ach, nach unten. Genau, wer möchte, kann sich die Docking-Musik einfach selber drüberlegen. Ich werde das aus schlecht funktionierenden Content-ID-Gründen nicht tun. Leider schlägt da immer wieder Content-ID zu und ich bin es leid, da immer irgendwie 3-4 Wochen drauf zu warten, bis ihr das auch im WOD wieder gucken könnt. Deshalb spiele ich sie nicht mehr ab. Also es ist freie Musik, also es ist einfach eine Fehlerkennung. Aber kannst du machen nix, ist halt so. Gut, dann. Freie Bahn mit Marzipan. So, 24 Monoprop. Sieht gut aus. Lass uns hier mal ranlaufen. Auf jeden Fall ein bisschen mehr seitlichen Drift. Höhe sieht relativ okay aus. Ist auch ein bisschen shaky die ganze Sache, weil die Wurst halt sehr lang ist. Okay.
Müsste das tun. Wo ist die Sonnenblende, wenn man sie braucht? Ja, das stimmt. Ah. Ja, wenn der Axel das sagt, dann funktioniert das natürlich. Ja, das ist immer super ärgerlich. Wenn so Blödsinnskram. Also wenn man sich schon die Mühe macht und wirklich Sachen raussucht, die gemeingut sind oder für die man bezahlt hat, je nachdem. Es gibt ja immer zwei verschiedene Ansätze, das zu tun. Beides ist völlig okay. Finde ich immer sehr schade, wenn man dafür dann noch abgestraft wird. Denn es gibt leider gerade auch auf Twitch, muss ich sagen, auf YouTube wird es einfach, glaube ich, härter geahndet. Auf Twitch leider sehr viele Leute, die halt sehr Larifari damit umgehen, würde ich es mal nennen. Die eine sehr entspannte Einstellung dazu haben, was okay ist und was nicht. Naja. Auf jeden Fall ist es sehr schade, wenn man sich Mühe gibt, das ordentlich zu machen, dass dann halt so ein Algorithmus einem alles dann noch irgendwie schön wegstiehlt und man halt durchaus 3-4 Wochen dann darauf wartet, bis irgendjemand das mal reviewt und sagt, ja, stimmt, das ist ja gemeinfrei, das Stück. Weil das klassische Musik von sehr lange her ist. So, jetzt müssen wir hier sehr langsam machen und das Beste hoffen. Wir hoffen, dass meine Mega-Wurst sich nicht aufschaukelt. Please nicht aufschaukeln. Sieht okay aus. Sieht so mittel-okay aus. Ich mach mal das SRS aus. Bisschen wackelt's, ne? Das wird, glaube ich, besser, wenn wir mit dem Raumschiff nachher weg sind. Aber jetzt können wir erstmal damit gegenarbeiten, dass wir das SAS abschalten. So, in der Theorie müsste der Contract complete sein. Sehr schön. Wir haben eine Viertelmille gemacht. Das ist doch schon mal okay. New strategy available, Duna Probes? Nee, das war ein Übergangs-Solarpanel. Das soll später tatsächlich weg. Weil ich wollte es nicht in diese Breite gehen, weil hier ist noch ein Modulanbauslot. Also hier soll später noch Platz sein, was anzubauen. Deshalb habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden, das hier so zu machen. Sondern der Plan ist tatsächlich hier so zu arbeiten, das Ding später wegzubauen. Das waren nur Übergangs. Hatte ich damals auch beim Bauen gesagt, dass die Dinger erstmal nur für die Inbetriebnahme als Übergang da waren. Da muss später mal ein Ingenieur ran und die Dinger umsetzen oder woanders hinbauen oder was auch immer. Auf jeden Fall sind sie nicht langfristig so gedacht gewesen. Genau. So. Sehr schön. Chevron Space, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich einen Sprittransfer hier hinbekomme. Bekomme ich nicht, weil irgendwas nicht crossfeedet auf dem Weg. Ist geenabled für crossfeeding. Ist geenabled für crossfeeding. Ist geenabled für crossfeeding. Ist geenabled für crossfeeding. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Jetzt sitze ich hier nämlich schön fest, obwohl ich da drüben den Treibstoff habe. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich verstehe es nicht. Wir können jetzt nochmal probieren, da oben anzudocken. Ah, da komme ich auch nicht ran, ne? Weil ich dann das Ding nicht mehr andocken kann. Ernstzunehmende Probleme. Ernstzunehmende Probleme. Wir können jetzt erstmal hier die Habitation starten. So. Damit sind wir erstmal relativ safe.
Wegen den Batterien. Ich weiß es nicht, ob es die Batterien sind oder ein anderes Part. Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte versuchen, da oben anzudocken, um zu schauen, ob ich von da aus Zugriff habe. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Dafür würde ich aber mal alle also Antrags packe ich mal hier rüber. Zack. Und Valentina packe ich in das Modul so lange rein. So, dann ist erstmal Platz und dann würde ich jetzt nur mit Jebediah, um das Risiko so klein wie möglich zu halten, darüber fliegen. Ah, das ist scheiße. Das ist richtig schlecht, ne? Kann ich das Ding nachher... Ich habe keinen Ingenieur mit dabei. Ich kann das nicht umbauen. Wenn ich jetzt abdocke... Irgendwo ist irgendein Teil dazwischen, was nicht crossfeedet. Also was das hart unterdrückt, tatsächlich. Und ich habe das Problem, dass ich nicht schnell genug zurückkomme, ohne dass die Kerbels durchdrehen. Jetzt gucken wir erstmal was anderes. So, das ist ja... Es ist jetzt so. Also ich komme so in der Konfiguration nicht zurück. Punkt. So. Drachner, vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat. Dankeschön und weiter natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir gehen jetzt mal an das andere Ding ran, erstmal um zu gucken. Wir lösen jetzt erstmal das Treibstoffproblem. Das Problem, was ich damit nicht gelöst habe, ist, wie ich damit umgehe. Also wir werden irgendwie irgendeine Form von Evakuierungs-Schrägstrich Abholmission, Rettungsmission ist ein bisschen überspitzt, ehrlich gesagt. So schlecht geht es ihnen hier nicht. Fliegen müssen. Aber vielleicht kann ich von hier zumindest schon mal den Sprit einsacken. Das wäre schon mal viel wert. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. So. Alles nicht schön, aber ist halt so. Genau, ich kann nicht umbauen, weil ich keinen Ingenieur dabei habe. Das ist so das, was es jetzt... Sonst wäre, glaube ich, eine Lösung möglich, indem ich jetzt sage, ich baue danach die Habitation und die beiden Fresszellen wieder um. Aus. Das sollte reichen. Oh, shit. Da ist irgendwas richtig Ungutes passiert gerade. Aber manchmal das Spiel so seine Momente. Ich hoffe, wir kriegen das hier stabilisiert. Ohne dass es uns auseinanderbricht. So, ich werde jetzt das hier erstmal welden. So, jetzt ist das nämlich schon mal fest dran. Jetzt kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ding stehen bleibt. Ja, sieht gut aus. So.
Bekannte Axt. Die Zweierdinger erzeugen passive Habitation. Also die haben Habitation dadurch, dass sie da sind, haben sie halt ein bisschen Platz. Aber tatsächlich erzeugen sie keine, also du kannst kein Habitation-Modul oder sowas aktivieren, das ist korrekt. So. Control from here. So. So, jetzt bringen wir es mal in eine vernünftige Position zu unserem Raumschiff. Tipp für eine unbemannte Mondlandung. Funkkontakt hilft. Funkkontakt hilft enorm. Gilt für alle unbekörbelten Missionen. So, jetzt nochmal. Der liebe Jebediah, arme Schwein, der darf auch nicht zu weit abdriften hier. Sonst haben wir ein Problem. So. Und ich hoffe jetzt mal inständig, dass das hier nicht ganz so ein Drama wird, wie sich das eben angedeutet hat. Das wäre nämlich ganz schön mistig, wenn der Dockingport da einen Bug hat. Dann wird es für Jebediah nämlich sehr unangenehm. Also unangenehm, im Zweifelsfall jetpackt er raus und geht in die Station rein. Aber für mich wird das unangenehm, weil ich das einfach nicht möchte. Ich möchte das einfach nicht. Ich bin einfach dagegen. Ich bin einfach mal richtig dagegen. Hoppla. Bisschen viel des Guten. So, nochmal. Locked. Thank you. Aim camera. Da. So, zack. Und hoch. Von beiden viel zu viel. Schauen wir mal, wie Runde 2 so vergeht. Ah, es ist ein normaler Dockingport, oder? Ja, Clampotron. Und ein Shielded Clampotron. Okay, cool. Ihr seid euch da also eigentlich einig, wie ihr funktioniert. Das ist ja witzig. Dann müsstet ihr jetzt quasi nur noch docken. Miteinander. Völlig abgefahrenes Konzept. War das auch ein bisschen knapp mit dem Solarpanel? Please. Please. Einfach andocken, Digga. Einfach andocken. Okay. Das war doch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was er eben hatte. Vorhin Riesenproblem, jetzt easy peasy. Ah ja. Gut, dann. Ja. So, sind wir uns alle einig, wie das hier aussehen soll? Lights on. So, damit haben wir jetzt 83 Tage, um uns einen Kopf darüber zu machen, wie wir die Vögel da wieder zurückbekommen. Und ich glaube, wir werden es mit einer. Mit einer Minmus-Landung kombinieren. Da habe ich eh noch einen Auftrag für. Auch nicht. Irgendwas hier zwischen ist es.
Vielleicht ja das Ding. Ich weiß es nicht. Irgendwo auf dem Weg hier ist schon das Problem. Irgendwas. Wo ist denn ein Licht? Achso, in den Docken kurz. Irgendwas möchte nicht, dass ich Sprit von hier nach hier transferiere. So sei es. So sei es. Und es muss auch schon hier auf dem Weg mit drin sein. Okay, also das funktioniert nicht. Das heißt, wir können uns... von so ein paar Dingen verabschieden eigentlich. Von dem und von dem. Ja, der Decoupler ist es... Der Decoupler. Guter Punkt, den habe ich voll übersehen. Der wird es wahrscheinlich sogar sein. Nee. Doch nicht. Aber jetzt geht's in die Richtung. Nein! Es wäre da gegangen. Wahrscheinlich. Weil guck mal, es geht jetzt in diese Richtung. In die Richtung kann ich jetzt Oxidizer transferieren. Es wäre in die Richtung gegangen. Hilft uns jetzt aber nichts mehr. Schöner Punkt. So ist es. Der andere am Schiff. Ja, meine Güte. Ah. Die ganzen verdammten... Nee. Schade. Immer noch nicht. Die ganzen verdammten Decoupler. Ist es aber nicht. In letzter Instanz ist es das auch noch nicht. Ist hier noch irgendwo ein Decoupler dazwischen? Ich sehe keinen mehr. Nope. Ah, irgendwas wird es sein. Irgendwas wird es sein. Das Problem ist, dass die Fuel Pipes auch nicht funktionieren in der Version gerade. Macht es ein bisschen schwer mit Orbitalbetankungen. Muss ich mir vielleicht ein neues System für überlegen. Irgendwas mit so seitlichen kleinen Docking-Ports oder irgendwie sowas. Dass man da andocken kann, um nachzutanken. Irgendwie so mit kleinen, mit Junior-Ports. Irgendwie sowas. Okay, wir haben sie jetzt erstmal in Sicherheit. Wir haben 83 Tage Zeit. Das ist okay. Und wir haben eine Minmus-Mission noch. Wir haben nämlich einen Plan Flag on Minmus. Wir können mal gucken, inwiefern sich das mit was anderem kombinieren lässt. Und dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt nochmal eine Minmus-Mission, auf der wir die Typen abholen. Was prinzipiell sich hoffentlich mit genug Geld verdienen verbinden lässt, dass es sich gelohnt hat, die da abzuholen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Cheat-Menü? Nein, hier wird nicht gecheat-menüt. Hier wird nicht gecheat-menüt. Ist auch egal, die anderen Teile kann ich hier umstellen. Die Decoupler waren jetzt umgestellt. So, jetzt lasst uns mal gucken, was hier noch zu haben ist. Das wäre natürlich... Das ist alles Space Station, Kerbin Space Station. Was kriegen wir denn für die Flagge auf Minmus? 95.000, das ist ja schon mal eine Ansage. So. Land on Minmus with free tourists. Dafür gäbe es nochmal 400.000. Vier Touristen, das wäre eine große Kapsel. Plus eine Kapsel mit einem Piloten drin. Dann hätten wir zwei Sitzplätze frei. Ich will zwei Kerbals mit zurücknehmen. Das würde funktionieren. Das würde theoretisch funktionieren. Lassen wir uns das durch drei Touristen bezahlen. Ich befürchte halt, es wird wahrscheinlich ein bisschen komplex, das Raumschiff. Ich hab da irgendwas von Ratiofarm. Ich guck gleich mal.
bleibt erstmal dabei. Ich habe so eine Minmus-Touristen-Mission schon mal gemacht. Die hat so mittelgut funktioniert, muss man der Fairness halber sagen. Ich habe da, glaube ich, ein paar Touristen gekillt. Das müssten wir jetzt nochmal anpassen. Das Raumschiff dafür. Mit so ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Aber prinzipiell müsste das funktionieren. Prinzipiell. Passt auf. Minmus Tourist oder irgendwie sowas. Minmus Science Mission. Dann ist es Tourist Minmus Tourist Mission. Ich glaube, das sieht übertrieben genug aus, dass das sein könnte. Auf jeden Fall sowas von. Ja. Und ich glaube, das war auch die safe Variante. Das war die, wo alle nachher überlebt haben, weil wegen sehr viele Fallschirme. Sehr, sehr viele Fallschirme. Ich überlege gerade, ob ich trotzdem noch mehr Fallschirme anbaue. So, was für eine Toleranz hatte nochmal jetzt diese lustige Kapsel? Die hatte nur 6 Meter Impact-Toleranz. Die hatte 6 Meter. 6 Meter pro Sekunde. Da können wir noch mal ein bisschen Druck rausnehmen. Zack. So, das war meine Oberstufe. 23 Tönnchen. 23 Tonnen. 1566 Delta V. Prinzipiell relativ knapp. Prinzipiell relativ knapp. Das Ding benutzt hier noch eine Transferstufe, oder? Klar, benutzt das noch eine Transferstufe. Nehmen wir das einfach so, wie es war. An dem Ding war ja nicht alles schlecht. Wir müssten dann halt nochmal zur Station. Und die Typen abholen. Ist halt nicht reusable und richtig teuer. Aber wir kriegen 300.000 für die Mission. Ohne das. Mich mal kurz nachdenken. So. LH2 mit einem großen LH2-Antrieb. Bla bla bla. So. Hätte das Ding in the Vakuum 934. Da oben nochmal 2300. Das Ding war zu schnell beim Landen, genau. Da würde ich halt nochmal Fallschirme ranbauen. Das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Also Fallschirme kriegen wir da nochmal ran. Ich überlege gerade, das Problem, was ich hier sehe, ist halt die... Das Gewicht wird ein Problem, ne? Was wäre denn, wenn wir hier die Subassemblies ranbringen? So. Das Subassembly können wir schon mal ein bisschen kürzen. Da brauchen wir nämlich kein Fairing dazwischen. Das Ding hat schon Fairing. So. Plus das noch mit dran. Sind wir beim gleichen Preis, mit der Option aber reusable zu fliegen. Jetzt ist nur die Frage, kriege ich das Ding damit in den Orbit gezimmert oder verliere ich die Rakete einfach stumpf, weil dann kann ich auch das andere Teil fliegen, dann muss ich mir den ganzen Stress nicht geben. So, wir haben hier noch die Möglichkeit, Booster ranzubauen. Sea-Level. So, wir sind dann bei Sea-Level auf 1,18. Okay, cool. Bei 2365 Delta V. Okay, dann kommt die nächste
1250 mit 0,43 Delta V. Also im Prinzip haben wir hier in Wirklichkeit eher so. Ah, schwierig. Reicht mir das? Reicht mir das oder reicht mir das nicht? Ich muss jetzt vor allen Dingen mal die Action Groups kurz durchgucken. Microlanding Struts. Wie wäre es denn, wenn ihr Vögel mit auf Gear drauf geht? Hä? Das wäre so cool von euch. Das muss ich in den Subassemblies unbedingt fixen. So. Und dann hatte ich hier auf. Licht, meine ich. So. So, 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 so. Ich denke, das könnte funktionieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Reusability funktioniert. Ich würde jetzt hier noch Booster anbringen, einfach um uns am Anfang schadfrei zu halten, weil die Booster es nicht so viel teurer machen, wenn sie nicht mehr da sind. Achso, die hatte ich aber auch als Subassembly, glaube ich mal. Die Knuten Booster. No, cancel, cancel, cancel. Ich will die benutzen, nicht überschreiben. Yes, Gott sei Dank, ich hatte sie gespeichert. Ich bin ein guter Mensch. Die Knuten Booster. Mit Abtrennen-Nupsis. Wie gut ist das denn? Die Knuten-Booster. So, jetzt muss ich die nur noch einordnen. Blip. So, zack, zack, zack. Die Dinger sollten beim Start mit angehen. Das würde allen Beteiligten unheimlich helfen. So, dann gibt es irgendwann die seitliche Abtrennung. Check. Und die wäre cool, wenn die zusammen mit den kleinen Dingern passiert. So, was bist du? Du bist einfach das Teil, was ich irgendwo vergessen habe, richtig? Ja. Strutten, sonst reißen sie wieder ab. Ich glaube, die sind im Subassembly sogar schon vorgestruttet. Ich habe an alles gedacht, ausnahmsweise mal. Deshalb hatte ich die endlich mal fertig gebaut, damit mir das nicht nochmal passiert. Das war ein bisschen unangenehm. So. So, dann haben wir nämlich auf C-Level einen initialen Trust von 1,44, was fast unverschämt viel ist, ist aber auf der anderen Seite auch wieder okay. Dann werden wir diese Kiste hier abbauen. So. Ja, whatever. Ich weiß nicht, was ihn hier verwirrt. C-Level versus Vakuum, aber jetzt hat er es. So, dann haben wir das. Das. Der wird dann selbst auf C-Level schon 1,6 Trust haben. Das heißt, wir können wahrscheinlich sogar ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was tut ihr da, Leute? So, jetzt müssen wir mal schauen, dass die Upper Stages noch passen. Einmal rausscrollen. So, dann kommt als nächstes diese Stage, was total okay ist. Und dann kommt irgendwann diese Stage hier oben, was auch okay ist. Wahrscheinlich kommt aber das Fairing schon vorher. Ist aber nur so eine Vermutung. Sonst ist schon richtig viel schief gegangen. So, wie gesagt, Recovery wird Sekundärmission diesmal. Und jetzt müssen wir noch die Fallschirme ein bisschen verstärken, dass das diesmal auf jeden Fall klappt. Damit uns das nachher nicht den Tod bringt. Sind wir schon ganz knapp über dem Boden? Please. Tatsächlich sind wir das schon. Da müsst ihr mal kurz noch ein bisschen tiefer, leider. Sorry. Ich muss oben an die Fallschirme ran. Oh, das wird eine heftige Rakete. So. Ich hätte nämlich gesagt, wir machen noch mal den hier. Radial. Zweimal so. So, dann kommt zwar ein bisschen Ungleichgewicht in die Bude rein, aber ganz ehrlich, dann sterben sie nicht. Also mehr Fallschirme. Ich glaube, das ist sogar schon die gefixte Version, die funktioniert, aber jetzt ist es völliger Panikmodus. Airbags sind noch eine schöne Idee.
Irgendwas mit Float. Float. Floatable Float. Floaty Float. My Floaty Float Float. Wir machen zwei Floats mal dran. Sicher ist sicher. Dann können die Dinger auch nicht untergehen. Ich glaube, so können wir arbeiten. Und das starten wir noch. Schön ging's. Gut Part. Ob das reicht? Ich hoffe, dass es reicht. Wenn nicht, haben wir ein finanzielles Problem. Um es mal so zu formulieren. Sind das nur drei Touristen? Ich dachte, es waren vier. Das wäre ganz cool, wenn es nur drei wären. Tatsächlich. Drei Touristen. So. Drei Touristen tatsächlich sogar nur. Dann hätten wir Platz, um einen Engineer mitzunehmen, ne? Das wäre prinzipiell eine gute Maßnahme. Dann können die sich eventuell an der Station selber helfen. Wie nehmen wir heute mit? Der Grimmisch braucht noch Erfahrung, ne? Der Grimmisch braucht Erfahrung. Der kann mit auf die Mission. Und der Wöller ist als einziger nicht verbuchter Pilot im Moment derjenige, der fliegen muss. Spielst du zwischendurch eigentlich weiter, ohne zu streamen, zum Beispiel Kohle zu machen? Nee, ich spiele nicht zwischendrin weiter. Also das ist eine zusammenhängende Lach- und Sachgeschichte mit Raumschiffen, bei der euch nichts entgeht. Ich habe zwar ab und zu mal zwischendrin richtig, richtig Bock, weiterzuspielen. Ich unterlasse das aber mit voller Absicht, damit ihr nicht irgendwie den Kontext verliert, was hier eigentlich Phase ist. So, und dann müssen wir hier nochmal in die entsprechenden Seats Werkzeuge einpacken, damit der Neo auch handlungsfähig ist, wenn wir an der Raumstation, der Neo sage ich schon, der Grimmisch auch handlungsfähig ist. So. Holy Camoli. Ich habe ein bisschen Angst, aber es muss funktionieren. What's the worst that could happen? Alle sterben, denke ich mal. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. So, checken nochmal kurz die. Ach, so große Raketen sind immer ganz fürchterlich. 144. Sieht eigentlich alles gut aus, Leute. Es sieht alles gut aus. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum das hier schief gehen sollte. Strom ist dran. Bla bla bla. 83 Tage Supplies, 136 Tage Habitation. Alles ist super. Es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Wir fliegen jetzt nach Minmus zur Station und eine Flagge aufstellen und landen. Und Touristen und alles. Und danach sind wir hoffentlich reich. Oder ich ärgere mich richtig dolle. Nochmal kurz durchgeatmet. Und los. Ich werde das richtig bereuen, glaube ich, dass ich das reusable gemacht habe. Ich bin mal gespannt. Reusable Boostern hatte ich bisher auch nur so mittelgute Erfahrungen mit. Mal sehen. Mal sehen. Ja, pleite glaube ich nicht, aber diese Touris sind immer ein hässlicher Reputationshit. Ich habe ja wirklich Missionen draußen für weit über 1 Million an den Einkommen. Ich muss dann nur lange warten, bis die halt funktionieren. Oder bis die soweit sind. Und hoffen, dass sie nicht fehlschlagen. Zugegebenermaßen zählt das auch noch ein bisschen mit rein. Ich muss auch hoffen, dass sie nicht fehlschlagen. So.
Test 1. Das Pad haben wir schon mal überstanden. Leute, das wird hässlich und laut. Und laut und hässlich. Und ich freue mich schon ein bisschen drauf. 3, 2, 1, Feuer. Okay, wir fliegen noch. Das ist doch gut. So, ich beginne schon mal ein bisschen einzuknicken. Okay, jetzt müssen wir die Kiste hoch genug bringen, dass unsere Boosterlandung funktioniert. Aber nicht ganz so hoch wie letztes Mal, das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber erstmal werden wir gleich die Solid Fuel Booster abwerfen. Ich hoffe, dass das sauber klappt mit dem Abtrennen. Keine schlimmen Sachen passieren. Wir sind sehr schnell unterwegs, fast ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, aber das ist jetzt so. Booster sind aus. Sind weg. Sauber. Thrust Rate ist bei 1,8 weiterhin. Wir sind sehr gut und sehr schnell unterwegs. Der Wie sehen auch gut aus. Ich gehe auf ungefähr 120 Kilometer Höhe. Dass die Delta V bis dahin noch mitspielen. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Sehr gut. Okay. Komm, 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 komm. Oh, das wird knapp mit den Delta V, glaube ich. Delta V werden, glaube ich, richtig knapp. Okay. Aus. Next Stage. Feuer frei. Flach und hässlich. Und weg mit dem Fairing. So, ich kaufe uns kurz ein bisschen Zeit, bevor wir den Booster zurückschicken. Sehr wenig Schub die Kiste auf der Stage. Jetzt kommt er langsam. So, ist noch nicht so viel passiert, muss ich sagen. Okay, ich glaube, diesmal wird mich das Micromanagement auffressen. Okay. Ich muss kurz hier rüber. Mal gucken. Ich glaube, ich kann die Second Stage nicht retten. Ich glaube, die werde ich leer brennen. Silberlocke, vielen lieben Dank fürs Follow. Jetzt probieren wir mal kurz, ob wir den Burnback hinbekommen. Oder den Boostback, besser gesagt. Ob das ausreicht. Das wird, glaube ich, auch knapp. Auch das wird knapp. Reichlich knapp.
wird, wenn dann, die knappeste Boosterlandung, die ich je gemacht habe, weil da muss der Suicide jetzt wirklich sitzen dann. Aus. Okay, der fliegt. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird echt zu knapp. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Stage hier sauber in den Orbit hochschieben. Delta V sind genug da. Ich muss ein bisschen mit der Thrust-Weight Ratio aufpassen. Und ich werde die hier wahrscheinlich leer brennen müssen. Ob es mir gefällt oder nicht. Und ich muss ganz schön kämpfen, mit der hier nicht wieder zurück in die Atmosphäre zu fallen, weil da fehlt viel. Da fehlt richtig viel zum Orbit. Und wir sind bisher nur bei einer 077er Thrust Rate. Aber ich würde gerne das hier noch mitnehmen. Auch wenn das heißt, wir fallen ein Stück weit zurück. Aber ich will den Sprit einfach noch haben. Ich will, dass der Treibstoff noch sinnvoll zur Wirkung kommt. Auch wenn das jetzt heißt, dass ich die Stage wahrscheinlich leer brenne. Zu guten Teilen. Könnten natürlich mal probieren, die hier mit voller Absicht baden gehen zu lassen. Ich weiß, dass du mir Zeit geben willst. Komm schon! Ja, da ist er. Okay, jetzt bringt er mir Zeit. Ich bringe den jetzt mal so auf 250 Delta V runter, bevor ich das Decouple mache. Und dann lassen wir den aus quasi sehr suborbitaler Flugbahn rausgehen. So, wie geht's dem Booster hinten? Ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe, ihn zu fliegen. Oh, das wird knapp. Okay, aus. Stage. Und los. Ich hoffe, das passt noch. So, ich muss jetzt ein bisschen Zeit erkaufen, wie gesagt, dadurch, dass ich hochburne. Weil wenn ich das nicht bald schaffe, dann... Also wenn ich nicht gleich ein bisschen Zeitraffer habe und hier umschalten kann, dann ist es zu spät, diese Probe noch zu landen. Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht... Ah, ist echt schwierig, die Entscheidung gerade. Ich lasse sie durchrauschen. Ich lasse die Probe durchrauschen. Es bringt nichts. Es bringt gerade nichts. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich weiß nicht, ob das noch reicht, aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ärgerlich, ärgerlich, aber ich bin zu spät dran. Ich glaube nicht, dass das reicht. Könnte noch klappen. Muss jetzt eh sitzen oder eben nicht. Das wird jetzt die hässlichste und schlechteste mal eben so Landung aller Zeiten. Aber ich habe nicht viel Zeit rumzuprobieren. Ist egal. Ist jetzt so. Wie gesagt, fast noch gestanden, aber kipp einfach um, komm. Ist okay. Ist okay. Jetzt gucken wir, dass wir hier draußen noch schnell einen Orbit machen.
besser als nichts. Dafür, dass das Ding so aggressiv geflogen war, ist es echt noch okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die in Orbit bekommen. Hat uns alles sehr, sehr viel Sprit gekostet hier, aber ich glaube, es reicht trotzdem für die Mission an sich. Was macht die andere? Ist die schon in der Wiedereintrittsphase? Noch nicht ganz. Jetzt kommen die Nase hoch jetzt. Wir können das noch schaffen, die andere versuchen zu landen. Wie gesagt, warum das heute so problematisch ist, ist, das war jetzt einfach zu viel Gewicht für das Sizing der Rakete. So, 80 Kilometer. Für den Booster wird es gleich richtig hässlich. Und ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Okay, das lassen wir als Orbit gelten. Schauen wir mal, ob wir die hier noch gerettet bekommen. Das wird eh eine Wasserlandung. Das wird schwierig mit so einer komplexen Rakete. Wobei die Stage nicht ganz so groß ist. Wenn wir die sehr sanft abgesetzt bekommen, könnte es vielleicht funktionieren. Mal sehen. Mal sehen. Ist sogar recht okay noch, was die Delta V angeht. Dadurch, dass die Kiste ja wirklich nichts wiegt. Ich bremse jetzt deswegen ein bisschen gegen, damit sie nicht verglüht beim Wiedereintritt. So. Ich mache die Landebeine trotzdem raus. Okay, sieht gut aus. Nukular. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Nukular. Klugscheißer. So. An sich sieht's ganz gut aus. Was die technologische Basis angeht, dieser ganzen Geschichte. Also die Second Stage ist fast schöner zu recovern, ehrlich gesagt, als die First Stage, weil man mit der normalerweise ja aus dem Orbit kommt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sie suborbital recover. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass das funktionieren wird, ehrlich gesagt. Ich bin ganz zuversichtlich. Zeit achten. Delta V sehen gut aus. Trust Weight Ratio sieht okay aus. Das ist so das Hauptproblem, finde ich, bei dem Triebwerk. Dass die Trust Weight Ratio nach hinten raus sehr, sehr, sehr knapp wird. Wir sie ganz zärtlich im Wasser absetzen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, vielleicht geht mir Sprit aus.
Na, nicht steigen, du Blödi. Okay. Okay. Natürlich ist das Triebwerk abgebrochen. Aber der Rest hat okayisch geklappt. Okayisch geklappt. Den Rest können wir auch nochmal recovern, was da hinten irgendwo bei irgendjemandem zu Hause im Garten rumliegt. Die gerade fragen so, was ist denn hier umgekippt? Auf die Radieschen. Auf die Radieschen drauf. Zack. Kaputt. Einfach kaputt. Dim, 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 dim. Ja, naja, guck mal, immerhin fast 12.000 Funds aus der Stufe nochmal recovered und jetzt habe ich nicht geguckt, was waren das, 27.000 oder so, irgendwie so den Dreh. Ist okay, ist okay. Could have been worse. Gut, dann fliegen wir jetzt unsere Touristenmission. Das hätte alles schlimmer kommen können, Freunde. So, so viel schlimmer ist es aber nicht. Ich sag mal, zu 85% habe ich gehört, hat das mit dem Recovern sogar noch funktioniert. Totally not, Seitenhieb auf Streamtitel. Zu 85% hat das funktioniert. Ein paar kleinere Splitterteilchen sind abgefallen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So, jetzt haben wir... Was haben wir noch? 2,6? 2,3? Irgendwie sowas? Delta V? Na gut. 2,3 ist aber auch okay. Ist hier Dings drin? Monoprop? Nee. Because you are not intended to do monoprop, right? Aha. Okay, dann hätte ich mal gesagt, wir machen unsere Angleichung nach Minmus und fliegen rüber. Hier sind wir, da wollen wir hin. 5,6 Grad, jawohl. Gibt es eine sinnvolle... Oh, hier hätten wir diesmal, glaube ich, die Möglichkeit, uns das zu sparen. Mal gucken. Sieht gut aus. Jupp. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Dann hätte ich gesagt, fliegen wir den, oder? Was ist meine Meinung zu KSP2 jetzt? Ich freue mich drauf. Ich kann da noch nicht qualifiziert viel zu sagen. Ich habe genauso viel in irgendwelchen Videos gesehen wie ihr. Ich kann so viel sagen aus den Interviews mit den Entwicklern. Ich hatte ja auch ein Interview gemacht mit den Entwicklern. Siehe meine Auswertung dazu auf meinem YouTube-Kanal. Wirken sie sehr enthusiastisch und sind KSP-Spieler durch und durch. Von daher, das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Von dem, was sie wollen, das klingt alles sehr gut. Ob das nachher dann so gut wird oder nicht, das wird man sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht gibt es dann Demo-Versionen oder irgendein Preview oder Gott bewahre, ein Early Access für 3 Jahre. Wer weiß das schon so genau. Ich bin sehr gespannt drauf, was alles erzählt wird. Ich meine, ich spiele hier ein Colonization-Setup. Ne? Mich zu fragen, ob ich prinzipiell es gut finde oder schlecht finde, wenn Kolonisierung und interstellares Reisen mit dazu kommt, ist ungefähr genauso interessant, wie einen Heroinsüchtigen zu fragen, ob er sich gerne Spritzen setzt. Das ist so die
Frage zählt einfach nicht. Ich kann das nicht rational bewerten. Ich finde das von der Idee her super, weil das genau in die Kerbe schlägt, wie ich KSP spiele. Wie die Umsetzung nachher aussehen wird, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Lagrange-Punkte wird es definitiv nicht geben. Das hatte ich auch gefragt im Interview, ob es Multikörperphysik gibt, was eine Grundlage wäre dafür, dass es ja, Lagrange-Punkte geben kann. Und das hat er definitiv verneint. Das wird so bleiben, wie es jetzt ist mit der Sphere of Influence. Also das System wird sich definitiv nicht ändern. Das war schon mal sehr deutlich angesagt. Ja. Ja, ja. Und in KSP gibt es das sowieso nicht. Ja, wie es dann praktisch aussieht, wie gesagt, das muss man immer sehen. No Man's Sky klang auch super. War dann richtig kacke. Ist mittlerweile ein sehr gutes Spiel geworden, nach allem, was man liest. Ich wünsche KSP 2 nicht so eine Achterbahnfahrt. Ich wünsche mir natürlich, dass das Instant by Release das beste Spiel ever ist. 2.0. Weil jetzt ist ja ganz offensichtlich KSP das beste Spiel ever. Ob dem so sein wird, werden wir sehen. Werden wir sehen. So, ich habe so das ungute Gefühl, er kalkuliert sich hier ganz komischen Kram zusammen. Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, wo er seine Werte herholt und was er mir damit sagen will. Ah gut, wir lassen das Triebwerk jetzt einfach laufen und hoffen das Beste. Checker. Hitzemäßig sieht es gut aus. Schubmäßig sind wir noch nicht besonders weit gekommen, aber es entwickelt sich ja erst, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich... Also ja, Spezies, ich habe es auch deswegen gefragt, weil es mich interessiert hätte. Auf der anderen Seite, dafür gibt es Mods. Die gibt es heute schon, die wird es in Zukunft auch geben. Und ich glaube, KSP ist mit der Vereinfachung von manchen Dingen, wie eben Sphere of Influence statt echter Multikörperphysik, schon schwer genug als Spiel, um Einstieg dazu zu finden. Also ich glaube, es würde dem Spiel an sich wahrscheinlich nicht gut tun, was so das Onboarden von neuen Spielern angeht, wenn das jetzt Stock werden würde. Das ist genau der gleiche Punkt, wie ich zum Beispiel sage, ich würde niemals ohne Live-Support spielen, ernsthaft. Also ich find Live-Support unheimlich wichtig, weil mir das ganz viel Spieltiefe gibt, die mir sonst fehlen würde. Ich kann aber total verstehen, dass das keine zwingende Stock-Funktionalität ist, weil das Spiel so unglaublich viel schwerer macht, wenn du plötzlich unter Zeitdruck arbeitest, weil deine Kerbels verhungern oder sowas. Oder ihnen der Sauerstoff ausgeht oder irgendwas in die Richtung. Deshalb, ich bin da hin und her gerissen. Also es gibt einen Wunsch KSP, aber das kann ich mir zurechtmodden, so wie ich das gerne spielen würde. Und offensichtlich mag ich, wenn KSP so ein bisschen schwerer ist. Ich kann aber, wie gesagt, verstehen, dass... dass es ein bisschen einfacher bleibt. Dass es ein bisschen einfacher bleibt. So. Ich zumindest würde mich sehr freuen. Also, ich würde mich freuen, wenn KSP 2 den Schritt schafft, den Einstieg für neue Spieler einfach nochmal deutlich einfacher zu gestalten, als das mit KSP 2 ist. Also, auch wenn ich quasi meine gesamte YouTube-Achtung-Karriere, übertreiben wir es mal nicht, meine 5000 Follower oder was ich habe, darauf aufgebaut habe, KSP-Tutorials zu machen, muss ich trotzdem sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn KSP 2 es neuen Spielern
die sich das erste Mal mit dem Spiel beschäftigen, leichter machen würde, Zugang dazu zu finden. Und trotzdem viele von den Prinzipien, die unten drunter liegen, halt gleich bleiben. So, und alles Weitere werden wir sehen. Alles Weitere werden wir sehen. Ich denke, es wird lange genug vorher nochmal Previews geben. Vielleicht die Möglichkeit, mal vorher nochmal mit den Entwicklern zu sprechen. Vielleicht eine Vorabversion. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, bei den letzten beiden DLCs mir die Sachen ein bisschen vorher anzugucken und schon mal zum Release-Tag was für euch vorzubereiten, beziehungsweise einen Tag davor bei Breaking Ground. Ich bin guter Dinge, wenn es sowas geben wird, dass ich die Möglichkeit haben werde, das auch bei KSP 2 machen zu können. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Moin, scheinheilige Sau. Grüß dich. Na? Also abwarten, Tee trinken, wir werden es sehen. So, Delta-V-mäßig sieht es ganz gut aus. Wir werden jetzt gleich den Minmus-Encounter haben. Wir korrigieren das dann nochmal unterwegs. So, und wir sollten langsam mal gucken, dass wir hier die Habitation wahrscheinlich anmachen. Und hier nochmal gucken. Grimms Inventory, er hat einen Schrauber mit dabei, das ist gut. Einfach nur für den Fall, dass. Einfach nur für den Fall, dass. So. Und aus. Ah ja, den Nachlauf nicht vergessen. So, ich denke, es ist good enough. Den Rest klären wir unterwegs. So, zack, Focus View. Dann gucken wir mal, dass wir hier den richtigen Orbit treffen, dass wir einmal an die Station kommen, weil ich würde die vor der Landung abholen, dass wir das schon erledigt haben und dann quasi hier, wo noch einige Male ein Thema sind, ja, KSP 2 wird, glaube ich, noch viel, viel heißer diskutiert, wenn es dann in Richtung der Release-Phase geht und noch mehr Sachen bekannt sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, das spannendste Thema ist für mich eigentlich, ehrlich gesagt, der Multiplayer. Ich bin sehr gespannt, wie sie den umsetzen, weil ich natürlich mit euch als Zuschauer eine sehr große und sehr aktive KSP-Community hier über die Jahre halt sammeln dürfte. Und ich fände es super spannend. Innerlich hoffe ich so ein bisschen, dass der Multiplayer-Modus sowas wird, wo man sagen kann, ich mache so einen 128-Slot-Server irgendwo auf oder so. Und das ist dann ein Universum, wo wir gemeinsam drin rumsiedeln oder was auch immer. Das wäre richtig cool. Aber ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich würde mich aber super freuen. Ich fände das richtig gut. Aus nachvollziehbaren Gründen, denke ich mal. Da wäre ich richtig happy drüber. Ich würde mich aber auch freuen, ehrlich gesagt, wenn man sagen kann, man kann dann mit dem Wöller, mit dem Jack und mit Major oder so zusammen ein Vierer-Spiel aufmachen und das gemeinsam zu viert spielen. Auch das wäre schon super. Ne? Genau, oder gegen die Moderatoren. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Man kann das auf ganz verschiedene Arten und Weisen umsetzen. Von daher muss man sehen, ich glaube, der wichtige Punkt, und das hatte ich auch gesagt, als damals die Ankündigung kam, ist, überhypt euch nicht. Das Problem ist, wenn wir uns jetzt alle in so einen geilen Hype reinreden mit alles wird super geil mit KSP 2, dann kann dieses Spiel die Erwartungshaltung so oder so nicht erfüllen. Man wird wie bei jedem anderen Spiel hoffentlich Dinge haben, die man mag, aber bestimmt auch Dinge haben, die nicht gelungen sind, die nach und nach gefixt werden müssen und. Ich habe in den letzten Jahren sehr selten komplett fertige Spiele gesehen, die auf dem Markt rausgegangen sind. Sagen wir es einfach mal so. Deshalb würde ich da ein Stück weit versuchen, auch die eigene Erwartungshaltung realistisch zu halten.
Also hypt euch nicht zu sehr da rein, sondern bleibt ein bisschen realistisch, auch wenn ihr euch auf das Spiel freut und denkt, Mensch, wäre doch schon mal cool, wenn es nicht komplett kacke ist. So. Und ab da können wir dann die Erwartungshaltung weiter aufbauen zu, oh wow, es ist ein wirklich schönes und gutes Spiel und wir freuen uns alle total. Hey! So. Und was ich euch versprechen kann, ist, dass ihr bei mir auf jeden Fall, wenn ich irgendwie meine dicken Grabbelfinger an eine Vorabversion bekomme, dass ich auf jeden Fall euch ein sehr ehrliches und neutrales Feedback mit all dem KSP1-Hintergrund, den ich habe, geben werde, wie mein Eindruck von dem Spiel ist, in dem Zeitraum, den ich mir angucken kann, sodass ihr für euch eine ehrliche und vernünftige, hoffentlich vernünftige Entscheidung treffen könnt, ob das Spiel euch taugt für das Geld, weil es wird teuer sein mit knapp 60 Euro, das ist ja schon mal absehbar, oder eben nicht. Also ihr kriegt von mir auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen, entweder vorab, hoffentlich, wie gesagt, ich hoffe wirklich darauf, ein, zwei Tage vorher euch schon was zu dem Spiel zeigen zu können. Und wenn nicht, dann halt am Release-Tag, wenn es alle anderen auch kaufen können, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich spätestens da einen Livestream mache, um euch meine Eindrücke zu schildern. Euch meine ehrliche Meinung dazu zu sagen, weil, ey, worst case ist halt, das Spiel ist kacke. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, dann spielt man halt KSP1 so lange weiter, bis KSP2 gut genug geworden ist oder spielt generell KSP1 weiter. Wir werden sehen. KSP1 wird ja nicht automatisch eingestellt, deswegen. Von daher sehe ich das alles relativ entspannt. So, Saddest Target. Wir kommen mal wieder richtig putzig rein. Ist es noch nicht ganz, aber wir machen das Manöver schon mal dazu. Ich gehe ein Orbit vorher in den Encounter. Dann kann ich den Angleich mit ein bisschen entspannter machen. So. Genau, KSP1 bleibt uns immer erhalten und wichtiger Punkt, KSP1 wird auch jetzt noch weiterentwickelt. Wie gesagt, es ist ja, das heißt ja auch noch nicht, dass nach der 1.8 Schluss ist. Nicht zwingend zumindest. So, sind wir eigentlich soweit mit dem Raumschiff hier im Grünen? Ja, ne? Dann los geht's. Na, wo bleibt er? Da ist er! Du meinst, Crazy, dass ich dich mit ins Team bekomme als Erschwernis, damit die anderen beiden eine Chance haben? Habe ich das richtig verstanden? Wie du das meinst? So. Ja, KSP hat jetzt mit Early Access, glaube ich, bald 10 Jahre auf dem Buckel, ne? 8, 9? Eine lange Zeit auf jeden Fall. Eine sehr, sehr lange Zeit. Ich müsste echt überlegen, wann kam die allererste KSP Early Access, also ganz, ganz Early Access. Boah. Bei Steam sind sie seit 2014, 2013, irgendwie den Dreh. Ich denke, bei den Entwicklern wirst du es schon ein bisschen vorher bekommen haben.
Genau. Also 2013 war auf jeden Fall nicht mehr die allerersten Demo-Version, die es gab. Da war schon richtig was passiert bei dem Spiel. Also hat lange gedauert, muss man wirklich sagen. Es hat lange gedauert. War aber auch ein sehr kleines, sehr unerfahrenes Entwicklerteam. Also von daher, huch. Jetzt habe ich leider kein RCS an dieser Rakete. Ja, stimmt, am Anfang war es auch sehr rudimentär. Auch die Atmosphärenmodelle früher. Irgendwann kam dann mal der große Atmosphärenpatch und das war so fürchterlich. War das mit der 09 oder so? Also die Atmosphäre wurde noch mehrmals angepasst, aber es kam irgendwann mal dieser große Part, wo plötzlich richtig heftig Atmospheric Drag drin war. Und nichts hat mehr funktioniert. Nichts, was man vorher gemacht hat, hat mehr funktioniert. Das war so fürchterlich. Das war so richtig fürchterlich. So, nehmen wir sie alle mit? Nee, ne? Ich nehme nicht alle mit. Ich mache mit Neo ein paar Solarpanels schick an der Station und Anthrax bleibt in der Station. Dann haben wir die schon mal bekörbelt. Und wir nehmen die anderen beiden mit nach Hause. Dankeschön, Crazy. Dankeschön. Werde ich ausrichten. Wird sie sich bestimmt freuen, dass sogar Geburtstagsgrüße aus dem Ausland kommen. Ich habe auch schon für nach dem Stream das Geschenk hier stehen. Falls ihr noch wach ist. Und Crazy, gute Nacht. Zack. Haben wir das? Dann müssen wir einmal hier hin. Dann Target Retro. Wo ist es? Da ist es. So, wir werden nicht ganz so nah rankommen, wie ich mir das erhofft hatte. Aber gleichen das jetzt mal so gut wie möglich an. Dann fliegen wir rüber und holen die Vögel ab. Und dann gibt es noch eine schöne Mimbus-Landung. Da müssen wir uns mal eine Ecke aussuchen, in der wir hoffentlich noch nicht waren. Nee, morgen streame ich nicht genau. Morgen wäre ja eigentlich der reguläre Colonization-Tag. Und morgen streame ich nicht genau. So, wir sind hier richtig gut versorgt in der Touristenkapsel. Jetzt lassen wir uns hier mal rantreiben. Da schlägt der Ladeimpuls zu. So, jetzt. Das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht ganz so nah ran, weil wir das alles per Jetpack regeln werden. Ah, für die Touristen ist hier richtig was geboten. Guck mal, so
tolle Manöver mit Annäherung an Raumstationen und alles. Dabei hatten die nur eine Minmus-Landung gebucht. Die haben doch eine Minmus-Landung gebucht, oder? Hatten die eine Minmus-Landung gebucht? Flag. Und Land on Minmus. Puh, alles klar. Okay, cool. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie was ganz anderes gebucht hatten. Irgendwas Orbit und ich habe es völlig übertrieben oder so. Aber ihr werdet ja auch die Letzten, die mich aufhalten bei sowas. Was sagt meine Frau zu meinen Streams? Die findet so Raketenzeug echt albern. Also sie respektiert das, dass mir das Freude macht und ist dann eher so dabei, wenn wir mal sowas machen wie Montagsmaler. Aber, also sie hat mir zum Beispiel ja auch diesen Körbel geschenkt. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie sich irgendwie drüber lustig macht, aber sie sagt halt ganz klar, dass das nicht ihrs ist, so Raketenkram. Und dass ich das gerne für mich machen darf. Was auch okay ist. Was auch okay ist. Man muss nicht immer alles gemeinsam machen. Ich finde das total in Ordnung. Das ist. Aber ihrs ist es nicht. Ihrs ist es definitiv nicht. Genau, die Dienstagmaler fand sie gut. Wie gesagt, es geht um das Raketenthema, nicht das Streamen an sich. Das findet sie nicht schlimm. Nee, das Streamen ist für sie völlig okay. Wie gesagt, nur die Inhalte sind nicht unbedingt auf sie als Zielgruppe ausgerichtet. Ich habe heute auch nur ein nicht besonders verständiges Kopfschütteln erhalten, als ich ihr freudestrahlend auf Twitter das Bild von Scott Manley und Alexander Gerst mit einem Frisurenwitz drunter von Scott Manley gezeigt habe. Aber, und das muss man fairnesshalber sagen, wenn ich im Wohnzimmer auf dem Fernseher, also ich gucke meistens Scott Manley Videos, ich habe YouTube als App unten auf dem Fernseher, gucke ich ganz oft Scott Manley oder Everyday Astronaut und sowas auf dem Fernseher unten, einfach weil es nochmal ein bisschen schöner anzugucken ist. Und sie ist auf jeden Fall schon gedrillt, also diesen My Name is Scott Manley Fly Safe Drill, den hat sie richtig drauf, den hat sie sowas von drauf. Also meine Frau könnt ihr daran identifizieren, dass wenn ihr ein Scott Manley Video abspielt, das Ende, wird sie den Abschiedstext mitsprechen. Sowas von. Sowas von. Dafür habe ich vielleicht einmal zu viel Scott Manley Videos geguckt. So. Und sie glaubt auch, dass Jebediah Kerman Kerbel Kerman heißt. Also, ich glaube, sie glaubt das nicht wirklich. Ich glaube, sie macht das, weil sie weiß, dass es mich in den Wahnsinn treibt. Aber sie nennt ihn immer Kerbel Kerman. Kerbel Kerman. Nicht Jebediah. Es ist Kerbel Kerman. Natürlich ist es Kerbel Kerman. Und wer bin ich, da zu widersprechen? Also sie kennt die Abmoderation von Scott Manley deutlich besser, weil es kommt jetzt hier bei uns im Haushalt nicht so oft vor, dass wir Videos von mir gucken. Ehrlich gesagt kommt das eigentlich nie vor. Wenn wir mal gemeinsam irgendwie einen Stream gucken, gucken wir meistens Major. Das ist was inhaltlich, wo sie auch was mit anfangen kann. Ich weiß auch nicht weswegen. Niemand sollte mit Major Streams inhaltlich was anfangen können. Ach, gucke da. Der Neo hat sich noch einen Kerbel redeemed. Kerbel Kerman, bitte. Den hättest du aber, Neo, korrekterweise hättest du den als Veteran redeemen müssen. Aber ich sehe, was du getan hast und ich bin nicht beeindruckt. Guck mal, Antrax hat schon begriffen, dass es für ihn nicht gut ausgehen wird und dass er den Helm aufsetzen muss. So. Juti. Hopp. Jebediah, rüber mit dir. So viel Kürbeldollar hattest du nicht? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Manchmal muss man Abstriche machen, ne? So, Kürbel Kerman geht vorne mit. Was kostet ein Veteran? Ein Veteran kostet, glaube ich, 2,5. Aber Ausrufezeichen Perks, kannst du dir das angucken.
jetzt hier drüben mal noch die Valentina rauszerren. Oh, heute darf uns auch wirklich die Kiste nicht abrauchen bei der Landung. Sonst haben wir ein großes Problem. Weil Valentina unten in der Bude mit drin sitzt. Im Zweifelsfall muss Valentina abspringen. Hilft alles nix. Es hilft alles nix. So, und jetzt muss Grimmisch raus und mal diese Solarpaneele anders platzieren. Der hat auch das falsche Ding an. Meine Ingenieure scheinen allgemein falsch eingestellt zu sein, oder? Das ist ein ganz komisches Abzeichen. Das sind alles sozialistische Ingenieure. Okay, also es scheint nicht ein neospezifisches Problem zu sein. Es scheint ein ingenieursspezifisches Problem. Erinnert mich mal bitte, wenn ich im Space Center bin, daran, dass ich die Raumanzüge für die Ingenieure überprüfe. Die Körbel-Dollar sind eine Loyalitätswährung, allerdings eine, die wir auslaufen lassen. Die werden dann umgestellt auf die Science. Da kannst du unten auf diesen kleinen Kolben drücken, der da zu sehen ist. Mit den blauen, blubbernden Flüssigkeiten drin. Dann kann man sich dafür kleinere Sachen für den Stream kaufen. Unter anderem eben sowas wie eigene Körbels im Spiel. Der Grimmisch ist zum Beispiel auch, Lord Grimmisch ist ein Zuschauer hier im Stream, der ab und zu zuschaut. Okay, manchmal wichtiger Punkt, manchmal erst denken, dann reden, vielleicht sogar nochmal drüber nachdenken, ob man das jetzt wirklich so sagen kann, ob das einen Satz ergibt oder ob es einfach Blödsinn ist, was man da gerade tut. So. Sehr schön. Das passt auch. So, dann müssen wir gleich nur noch einmal gucken, wie das hier für unseren Freund aussieht. Gleich. Nee, die Station ist jetzt mit Antrax bekörbelt. Der ist da als Pilot drin. Da werden noch Leute hinkommen, aber erst später. Ich muss die irgendwann mal noch ein bisschen erweitern. Mit entsprechender Lebenserhaltung. Das Problem ist, dass jetzt gerade nur sehr wenig Speicher für Lebensmittel da dran ist. Sieht man hier. Sehr wenig Supplies, wie man erkennen kann. Und deshalb müssen wir da noch ein bisschen was tun. Aber für Antrax alleine reicht das 211 Tage. Das ist okay. Die bekommt man einfach durch Zugucken, Mr. Greenstar. Wenn du zuguckst, bekommst du alle 10 Minuten einen Körbel-Dollar gut geschrieben. Was sind das für Teile hinter dem orangen Tank? Du meinst das Triebwerk? Das ist ein Chelyabinsk Cryogenic Rocket Engine, wenn du das meinst. Oder meinst du das da? Das ist ein Octogirder Pressurized Adapter. Und der ist wahrscheinlich mein Problem. Nee, kann eigentlich nicht sein. Da geht's lang. Es muss hier irgendwo sein. Das ist bestimmt das Universal Storage Ding. So, Antrax, du kannst aber mal entspannungsmäßig. Ach, ist egal. Wenn du gerne einen Helm trägst, trägst du gerne einen Helm. Wer bin ich, dich zu verurteilen? So. Und wir gehen jetzt mal in einen niedrigeren Orbit. Ich denke, so 15 Kilometer werden völlig ausreichen. Ja, wenn man den Körbel kauft, nicht töte den gleich bei der ersten Mission, dann war das keine gute Investition. Aber deshalb habe ich auch gesagt, die Dinger haben kein Verfallsdatum, weil ich das einfach nicht garantieren kann und auch nicht garantieren will. So, Freunde. Die sind voll aufgebaut.
So, und ich werde jetzt mal eine ganz kurze Pause machen, kurze Bio-Break, weil ich habe sehr viel Wasser getrunken. Ich muss tatsächlich mal kurz pausieren. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Ich mache keine Musik an, damit nicht irgendwelche Copyright-Sachen passieren. Bis gleich. Ich lasse das hier einfach ein bisschen fliegen. Thank you.
That way we're good to be down here back up there, good night. So, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Irgendwas habe ich beim Essen nicht gut vertragen. Da musste ich etwas spontan und längerfristig weg, sagen wir es mal so. Ich hoffe, das passt, sonst muss ich den Stream abbrechen, aber wir gucken einfach mal. So. Kann mir ja sonst einen Mulchtank aufstellen. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, wo wir gerade sind. Wir sind hier im Anflug. Und ich hätte gesagt, jetzt gleichen wir das mal ab mit, wo wir schon waren. Landed at Minmus. Lesser Flats hatten wir noch nicht. Ich schränke das mal ein auf Crew Report.
Okay, wir haben tatsächlich nur noch nicht Lesser Flats. Das ist erschreckend wenig. Wenn wir Glück haben, ist das hier natürlich ein Überflug. Ansonsten tatsächlich werden wir... viel zu viele Infos. Ah, alles gut. Alles gut. So. Wird schon werden. So, und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe natürlich, dass das hier... Guck mal, wir haben hier einen Überflug. Ah, das reicht nicht ganz, ne? Wenn wir den ein bisschen hochziehen. Ich weiß nicht, ob es Lesser Flats sind, aber wir können es mal probieren. Und wenn nicht, nehmen wir es trotzdem als die Landefläche. Ach, wisst ihr was? Wir committen uns jetzt einfach auf diese Landefläche, weil da ist es schön flach. Was ich doch mal fragen wollte, woher, wieso der Name Nick Wintermancer? Wild Guess, No Romancer plus Wintermute. Genau, Space Berlin. Eigentlich war gedacht, Wintermute als Name zu verwenden. Hat sich aber rausgestellt. So what? Ein paar Leute haben das Buch gelesen. Der Name ist relativ wild in Benutzung. Und wäre im Interwebs halt immer nur möglich gewesen in Kombination mit wildesten Zahlenkombinationen. Also habe ich dann eine Kombination genommen mit der Idee dahinter, wenn man das Buch gelesen hat, Achtung, Spoiler Alert, wenn man es nicht gelesen hat, dann ist Spoiler Alert, dass die KI sich ja zum Schluss vereint haben. Und Wintermancer ist dann schon deutlich freier gewesen. Auch das nicht zu 100%, wie ich feststellen musste. Dadurch entstanden so tolle Sachen wie Wintermancer 13, weil irgendjemand bei Twitch aktiv ist mit dem Namen Wintermancer. Gott sei Dank. Das hat sehr viel einfacher gemacht. Not. Also, mein Wunschtraum, wenn ihr den Typen, der Wintermancer heißt, mal überreden könnt, für 1000 Körbeldollar mir das Ganze zu vertüdeln hier. So, jetzt muss ich mal, ich merke gerade, ich habe hier nicht sauber wieder zurückgestellt und muss jetzt mal Alarme nachspielen. Und zwar, der Thomas hat gefollowt. Vielen lieben Dank und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Und der... Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Tonobo hat einen T1-Sub eingeworfen und damit seine Karriere in der Abo-Falle begonnen. Vielen lieben Dank dafür. Und damit du schon mal weißt, worauf du dich freuen kannst, nach 12 Monaten gibt es die goldene Rakete. Das ist ein Schlüsselanhänger in Form einer, also man kann das auch als Schlüsselanhänger benutzen, natürlich auch für andere Dinge, in Form eines goldenen Sub-Badges. Und um euch schon mal auf langjähriges Subben mental vorzubereiten, dum, 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 dum. Für 2 Jahre gibt es dann einen richtig schönen Mission-Badge mit Klett und allem drum und dran. Kannst du aber bei Twitch fragen, ob die Namen bekommen. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich kann nicht von irgendwelchen Leuten die Usernamen claimen. Was wäre das denn für eine Welt? So, jetzt bremsen wir mal. Also ich lande da jetzt auf jeden Fall. Punkt. Hier so, wir landen. Also ich peile hier so diese Ecke an. Durch das Sinken, die Drehung des Planeten, noch mehr Abbremsen und so, sollten wir dann ganz gut in der Senke landen. Und wenn wir richtig viel Glück haben, sind das die Lesser Flats. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Sieht für mich nicht aus wie Lesser Flats. Aber da steht kein Gerät drin. Also von daher, vielleicht haben wir Glück. Wir haben ja alles Mögliche mit irgendwelchen Geräten verseucht. Hier scheinbar nicht. Vielleicht haben wir Glück. Leicht, wie gesagt, auch nicht. So, die Touris wird's freuen. Absturz. So. Delta-V-mäßig stehen wir bei 1059. Das sieht auch gut aus. Suicide-Burn-Countdown ist noch safe. Und es sind die Lesser Flats, was ich für ein verdammter Lacker bin. Das ist so unglaublich. Und
kommt durch die Abos zumindest merklich Geld in die Portokasse. Es kommt genug Geld rein, dass ich die ganzen Umbauten und Ausbauten und vor allen Dingen auch die Gewinnspiele. Im Moment setze ich ja mit den Gewinnspielen ein bisschen aus. Ich reinvestiere ja auch sehr viel Kohle in euch. Ich bereite auch gerade das Weihnachtsgewinnspiel vor. Ich habe da schon so ein, zwei Ideen, was ich da machen will. Und in der Vergangenheit gab es ja auch schöne Poster und Sticker und solche Geschichten regelmäßig zu gewinnen. Und da stecke ich auch viel von dem Geld wieder rein. Genau, weil mein Ziel ist da jetzt nicht, irgendwie Geld mit zu verdienen. Weil dafür gehe ich arbeiten. Sondern alles, was ich hier irgendwie über den Stream einnehme, geht entweder als Spende raus, wie zum Beispiel jetzt beim Haus der kleinen Forscher. Das sieht nicht so gut aus, geschwindigkeitsmäßig. Was ist hier los? Warum? Ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich mache mal nur Höhe. Oh, shit. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Shitty, 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 shitty. Okay. Sieht gut aus. Im letzten Moment gerettet. Das hätte uns hart gekillt. Das hätte uns richtig hart gekillt. Können wir dann, please, lesser flats und so? Das war nicht gut kalkuliert. Der Suicide. Der war richtig schlecht kalkuliert. Alter Verwalter. Genau, wie gesagt, eben in Hardware-Umbauten, was ich jetzt gerade halt mache, war, ich habe das gesamte Monitor-Setup umgebaut, um jetzt einen 16 zu 9 Screen in der Mitte zu haben. Weil ich hatte früher einen 21 zu 9 Screen, oder bis vor kurzem noch, früher klingt auch so lange her, damit ich jetzt im letzten Schritt noch eine Capture-Card dazu packen kann, um eine saubere Aufnahme für die lieben YouTube-Zuschauer zu machen. Dann haben die ganzen Overlays nicht, weil die können natürlich... Also ich könnte auch jetzt schon mit einer zweiten OBS-Instanz die Aufnahmen machen, aber das würde halt merklich Performance fressen. Und deshalb mache ich das über eine Capture Card. Mit der Capture Card habe ich dann auch die technologische Grundlage, um das später mal in einen zweiten PC auszulagern, wenn ich das möchte. Kann ich noch ein bisschen stärker kompressen, was bei meiner Leitung prinzipiell nicht immer das Schlechteste ist. Ne? Ne? Hat er es jetzt? Bremsen noch. Sehr schön. Wie lange du schon abonnierst? Ich glaube, das siehst du in deinem Profil, da wo deine ganzen Abos stehen. Da steht, glaube ich, wie lange du das schon machst. Digga, bremsen. Egal. Pup. 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 Fahrzeug steht. Genau, der Privatjet braucht Sprit. So sieht's nämlich aus. So, jetzt müssten die hier zufrieden sein. Yes. Und Jebediah kann auch noch was tun. Obwohl, Jebediah hat noch nicht Grimmish. Grimmish sammelt ja hier gerade Erfahrungspunkte. Grimmish kann man was tun. Im Sinne von hier eine Flagge aufbauen und eine Bodenprobe nehmen und alles und so. EVA-Report, alles, was wir dabei haben. Cool. EVA-Report, zack. So kommt sogar noch ein bisschen Surface-Sample, zack. Ein bisschen Science zusammen. Und jetzt hauen wir noch schön die Flagge raus. Das gibt nochmal Kohle. Wup, wup. So. Hier waren wir noch nicht. Das ist 18 Monate. Siehst du, gehst du auch hart auf die 2-Jahres-Batches zu. Ich muss Montag mal gucken. Montag habe ich noch frei, dass ich mal eine größere Ladung Post wieder fertig mache. Ein paar von euch sind noch fällig. Zack. So. Ah, eine Mauszeige auf die Rakete. Das reicht schon. Sehr schön.
Okay, dann brauchen wir noch einen Crewport. Zack. Sehr schön, Freunde. Dann können wir jetzt nach Hause fliegen mit unseren lieben Schwerenötern hier. Ich würde sagen, wir machen das einfach, oder? Oder haben wir hier noch irgendwas vor? Ich glaube, wir sind eigentlich gut unterwegs. Wir haben auch gut Kohle verdient und jetzt bringen wir die noch nach Hause und kassieren nochmal 300.000. Duna Probes available. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wir haben Duna Probes doch aktiv, oder? Duna Probes ist aktiv. Okay. Das ist also nur irgendwie eine komische Anzeige. Los geht's, ab nach Hause. Mühselig. Ist das Hochpferd. Sehr mühselig. Das sieht doch mal spektakulär aus im Abflug. Dann gehen wir hier schön auf 20 Kilometer hoch. Und Coasting-Phase. Sehr gut. Damit Abschied von Minmus für unsere Touris. Wir haben jetzt noch 678 Delta V, um nach Hause zu kommen. Das müsste eigentlich ganz gut passen noch für ein Re-Entry. What happened? Ich will immer noch auf den falschen Monitor gucken, weil ich hatte das früher immer da drüben und ich habe jetzt einfach den Chat und die Notifications und OBS, also alles, wo ich wüsste, dass irgendwas passiert, da drüben. Und da muss ich mich noch dran gewöhnen, wenn man sich irgendwie jahrelang darauf konditioniert hat, auf die andere Seite zu gucken. Saruman, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emotes. Dankeschön. Mal gucken, ob ich noch zurückkomme damit. Das ist tatsächlich gar nicht so viel Sprit mehr, aber es müsste reichen eigentlich. Eigentlich müsste es reichen. Und Hallöchen, Knie. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Let's Survive haut auch noch einen Resub rein für den dritten Monat. Dankeschön und ganz herzlich willkommen in der Bronzeklasse. Gerade aus der Holzklasse aufgestiegen nach drei Monaten. Viel Spaß mit deiner bronzenen Sub-Rakete. Und vielen Dank. So. Ich denke, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier einen halbwegs adäquaten Exit finden, der nicht mehr als 666 Meter pro Sekunde kostet. Okay. Habe ich verstanden. Bisschen Feintuning des Winkels.
ich das an? Wonderful. So, so wonderful. Dann machen wir den doch so. Dann sind wir schon mal im Anflug. Auf die Heimatbasis. Dann können wir sogar noch mal ein bisschen bremsen, bevor es hart auf hart kommt. Und das ist gar nicht so weit hin. Startburn in 2 Minuten. Ich glaube, ich habe das Fail vorhin nicht sauber gewertet, oder? Ich werde nachlässig. Ich glaube, ich schiebe mir mal das Fail nach. Das mit dem Sprit war eindeutig ein Fail. Ich meine, das habe ich vorhin von euch auch kassiert dafür. Ich habe es einfach nur nicht eingetragen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Ding natürlich noch so nachläuft. Ich muss mal so bei ein paar Metern pro Sekunde, die noch Platz sind, ausmachen. Jetzt vorsichtig arbeiten mit dem Nachlauf. So. Können wir nämlich die verbleibenden knapp 500 Meter pro Sekunde noch mal kurz vorm Wiedereintritt wegbremsen. So gut wie es halt wird. Okay, ich denke, so kann man es lassen. 50 Tage, bla bla bla, alles ist super, alle freuen sich. Sehr schön. Dann abhaken. Wann sind wir da? Wir sind in 9 Tagen zurück. Sehr gut. Der Mantode. Es geht nach Hause. Dann hoffe ich mal, dass der Wiedereintritt gut funktioniert. Ich habe ein bisschen Schiss mit den Floaty Floats, muss ich sagen, ob die hitzetechnisch gut genug funktionieren. Da habe ich nicht drauf geachtet. Die sind jetzt natürlich mitten im Windstrom. Ich glaube, langfristig wäre es interessanter und intelligenter, dieses Mittelteil dafür wieder zu nehmen. Das, was ich auch schon mal hatte, für genau solche Fälle. Ich glaube, das ist da einfach die bessere Lösung. Tatsächlich. Aber naja, hinterher ist man A, immer schlauer. Und B, hat man dann hoffentlich auch was draus gelernt. Nicht, dann halt nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier nicht nochmal angezogen werden. Ne, werden wir nicht. Okay, wir haben immer wieder abbrechende Funkverbindungen, aber insgesamt sieht es alles ganz gut aus. Strom ist gut, Supplies sind gut, alles ist gut. So, wir kommen am Moon vorbei, werden aber von ihm nicht mehr gecatcht. Auch gut. Ich komme aus einem ganz komischen Winkel angeflogen. So, und jetzt schauen wir mal. Irgendwas passiert, uhrzeittechnisch. Ah, die Kerbin Space Station Science Lab leer machen. Sehr schön, dann können wir das heute auch noch abschließen. Erinnert mich mal daran, dass wir da hingehen, nachdem wir das hier abgeschlossen haben. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen zu kritisch. Obwohl wir noch 34 Minuten bis zur Periapsis haben. Aber so lange kann die Raumstation jetzt auch noch auf uns warten. Okay. Wir bereiten uns mal auf retrogrades Wiedereintreten vor.
So, ich mach mal all die wilden Fallschirme fertig. Next. Also eigentlich ist das, wie gesagt, meiner Meinung nach schon die gefixte Variante. Und die müsste sowas von funktionieren. Aber sicher, sicher. Was steht da jetzt drin? Jetzt machen wir die. Info. Das sind jetzt meine Bremsfallschirme. 10 Kilometer Full Deploy auf. Naja, 9. Full Deploy auf 6, damit wir noch ein bisschen Bremseffekt haben. Ach, das war nur einer, ne? Ja. Bisschen Bremseffekt haben, bevor hier die Hauptschirme aufgehen. Zack. Ich glaube, es ist völlig overdone, aber eventuell bin ich da ein gebranntes Kind, seit ich die TUIs mal umgebracht habe. Müsste eigentlich passen. Ja. So. Ihr seid auch noch im Synchronmodus. Stellen wir nämlich zuerst mal die ein. Schönen guten Abend, Glaxley. Und last but not least ihn hier. Dann sind wir, was die Fallschirme angeht, so ziemlich durch. So, alle Fallschirme sind scharf. Scharf, scharf. Viel besser wird es gleich nicht mehr. Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Okay, jetzt werden wir in so einem Anfall von halbwegs Balance finden. Gucken, dass wir den restlichen Sprit rausbrennen. Irgendwo zwischen tiefer gehen und hoch genug bleiben. Und wir haben noch einen kurzen Moment Zeit. So, und das nimmt uns ein bisschen die Brutalität, wie wir auf die Atmosphäre schlagen, raus. Das wird es nicht so viel besser machen, aber es macht es ein bisschen besser. Ist nicht super, aber ist halt auch nicht super schlecht, weil es ist schon nicht mal mehr so, als ob wir vom Moon zurückkommen, geschweige denn von so weit draußen. Deshalb, wenn ihr so Resttreibstoff habt, das kann immer noch ein Versuch wert sein, das zumindest gegenzubremsen. Wie gesagt, ihr werdet trotzdem Hitzeschild brauchen, aber eventuell bleiben andere Teile erhalten, die sonst von dannen gegangen wären. So, 195 Kilometer noch. Und wie gesagt, die öfter zuschauen, kennen das. Ich peile bei meinen Returns, wenn ich Direct Return mache, eigentlich immer so 35 Kilometer höher an, weil das ein ziemlich sicherer Catch ist. Die bräuchte es jetzt natürlich nicht, wenn ich zwischenbremse, aber so prallt ihr auf jeden Fall nicht ab und fliegt noch eine Runde. Abprallen auch das falsche Wort ist, also einfach zu schnell sein. Dass wir das alles
vor der Atmosphäre noch abgeschlossen kriegen. Spritmäßig. So. Sehr schön, guck mal, das ist ja schon fast ein harmloser Orbit, den wir fliegen. Fast. Er ist immer noch recht flockig von der Geschwindigkeit her. Aber bei Weitem nicht mehr so schlimm wie ursprünglich mal, als wir hier angekommen sind. So, gleich geht er aus. Und aus. Okay, wir drehen uns retrograd. Und dann können wir uns schon mal vorbereiten, das Ding hier gleich zu entlassen. Sehr schön, hat uns gute Dienste geleistet. Jetzt muss es nur noch funktionieren bei der Landung. Ich meine, so viel können wir da nicht tun. Ich warte noch bis kurz vor der Atmosphäre, bevor wir es decoupeln. Und dann schauen wir mal, hätte ich gesagt. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall ein heißer Wiedereintritt. Und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Dinger da tatsächlich eine gute Idee waren. Ehrlich gesagt bin ich es mir nicht sicher. Das Ding wird nämlich Hitze übertragen in den Innenkörper. Befürchte ich. Nicht, dass uns deswegen... Hopefully not. Hopefully really not. Sieht's okay aus. Was geht los? Wir kriegen Hitze rein. Ich rotiere ein bisschen, um die Dinger immer mal wieder hoffentlich aus dem Hitzestrom rauszunehmen. In der Hoffnung, dass dadurch nicht ganz viel Hitze entsteht. Alter Körbeltrick. Wenn ich aufhöre, ist sofort wieder Hitze drauf. Und ihr seht, die steigt doch ganz gut. Aber es ist hitzetechnisch stabil. Es sieht okay aus. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass die Airbags sehr viel Hitze nach innen leiten. Tatsächlich. So, jetzt sind wir gleich am schlimmsten vorbei. Also am schlimmsten, was Speed-Abbauen angeht. Wir sind gleich auf einer Geschwindigkeit, die man sonst aus dem Orbit raus auch hätte. Ablator ist noch genug da. Es wird schon besser mit dem Ablator-Verbrauch. Genau. Der gute alte Dönerspieß. Tatsächlich hat sich das Apollo-Modul auch langsam gedreht. Um genau diesen Effekt zu haben. Da gab es auch ein paar Running Gags unter den Apollo-Astronauten, die sich in eine ähnliche Richtung wie das Grillhähnchen gedreht haben. Oh, gedreht haben. Oh, der war ungewollt. Der war ungewollt, aber er war richtig gut. Okay, ich sehe gerade, wir werden jetzt gleich keinen Strom mehr haben. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. So, ich mache SAS aus und hoffe, dass der Strom noch hält. Bis wir unter dem Fallschirm hängen. Das Schlimmste ist durch, wie gesagt, hitzemäßig. Ja, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es ist auch alles scharf soweit. Mir geht's drum, ich würde gerne noch die Dinger hier deployen können, bevor mir der Strom ausgeht. Das sieht aber gut aus, dass wir die Chance noch bekommen. Ich würde bis zum letzten Moment warten. Aber der letzte Moment ist nicht mehr so lange hin. Weil wir verlieren relativ schnell den Strom. Das könnte auch eine...
ich mach's jetzt einfach. Ist mir egal. Hauptsache nicht absaufen. Hauptsache nicht absaufen. Ist mir alles egal. Hauptsache, wir saufen nicht ab. Das Drehen war zum... ich will aber nicht auf das Drehen vom Wiedereintritt hinaus. Ich will auf das Drehen von dem Modul, während es auf dem Weg zum Mond war, hinaus. Das immer eine andere Seite mal zur Sonne gezeigt hat. Das meinte ich damit. Den Dönerspieß, nicht den Wiedereintritt. So. Ich bin sehr gespannt. Bitte geht alle auf. Okay, ich hatte gerade kurz Angst, dass der Fallschirm nicht aufgeht. Aber er ist doch noch rausgekommen. Okay. Alle Fallschirme sind aber schon safe. Und wir fallen tatsächlich noch ins Wasser knapp. So. Tja, Freunde, jetzt sind mir genauso wie euch die Hände gebunden. Wir hoffen natürlich alles Beste. Und es wird Shores, aber es wird noch Wasser. Wasser-Shores. Also am Strand, ja. Aber ich glaube nicht auf dem Sandpart des Strands, wenn ihr mich fragt. Das sieht noch schwierig. Das sieht aus wie flaches Wasser. Auf jeden Fall versinken wir nicht so tief, aber Gott sei Dank haben wir... Wo kamen wir eigentlich her? Wir kamen von Minmus. Also wir kamen vorher natürlich auch von Kerbin. Diesmal kamen wir von Minmus. Wir sind gar nicht so weit weg. Ist das so? So, Full Deploy unserer Schilde. Schilde. Schirme. Ah, das sieht safe aus. Unter 6 Meter müssen wir sein. Wir sind sowas von unter 6 Meter. Ist das eine Spiegelung vom... Ey, was ist das? Sind das wir? Ist das eine Spiegelung von uns im Wasser? Nee. Das. Ja, wer weiß. Sieht aber gut aus. Sieht wirklich gut aus. Das ist okay für mich, wenn die Kapsel flippt. Die darf auch kopfüber im Wasser liegen. Völlig in Ordnung für mich. Ich glaube auch, da liegt ein Schatz vergraben. Oder einfach nur ein Grafikbug. Wer weiß das schon. So. Jetzt lasst uns nicht die Physik betrügen. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Langsam. Ein durchschlagender Erfolg, diese Mission. Durchschlagender Erfolg. Sehr schön. Das war doch schön. Das hat uns viel Kohle gebracht. Das hat wenig Touristen getötet. Und wir haben die Leute aus der Minmus-Station so weit schon mal zurückgeholt, dass sie nicht sehr schnell ein Problem werden. Dauert eine Weile. Aber wir haben auch wieder finanzielle Mittel dafür freigeräumt. Ah, guckt euch das an. Fast eine Mille wieder auf dem Konto. Richtig gut. Alle sind voll glücklich.